spielen jetzt gemeinsam die Demo von Hollywood Animal. Ein Spiel, das noch in Entwicklung ist. Klar, sonst gäbe es jetzt noch keine Demo. Wobei, es kann es auch eine Demo geben, wenn das Spiel schon draußen ist. Ihr könnt das jetzt schon selbst spielen, einfach auf Steam runterladen. Ist jetzt keine exklusive Angelegenheit, aber gemeinsam macht es, denke ich, auch immer ein bisschen mehr Spaß. Ich habe nur mal so eine Viertelstunde reingespielt, um zu sehen, technisch funktioniert es und hat es ein Qualitätsniveau, das ich ansprechend finde. Und das hat es durchaus. Es ist von den Machern von, ich glaube, This is the Police oder wie heißt das Spiel? Ein sehr, sehr hochgeschätztes Spiel. Insofern kann man da einiges erwarten. Mehr brauche ich, glaube ich, jetzt nicht sagen. Wir werden gleich erleben, was das Spiel uns zu bieten hat. Eine kleine Vorwarnung, die Übersetzung des Spiels ist, also es gibt es schon in deutscher Version, ihr seht es, aber die Übersetzung lässt doch sehr zu wünschen übrig. Es ist wahrscheinlich KI irgendwie erstmal übersetzt. Da kann man nur hoffen, dass das dann in der Release-Version nochmal richtig überarbeitet wird. Zu 90% funktioniert es, aber dann gibt es einige sehr lustige Aussetzer, wie ich finde. So. Okay. Dann starten wir ein neues Spiel. Die Frage kam vorhin schon auf. Es wird sehr dem Spiel, glaube ich, The Movie ähneln, das ein ähnliches Thema hat. Ich selbst habe damals The Movies nicht gespielt. Wir können uns später vielleicht darüber unterhalten, wie die Parallelen des Ganzen sind. Wir starten ein neues Spiel. Neujahr 1929. Der Wohlstand der 20er löst die große Depression ab. Und hier ist, glaube ich, schon ein erstes großes Übersetzungsproblem. Das funktioniert so nicht, dieser Satz. Gemeint ist, glaube ich, dass die große Depression den Wohlstand der 20er ablöst. Ja? Also, anders kann ich mir das hier nicht erklären. Mit der Ära des Tonfilms beginnt das goldene Zeitalter Hollywoods. Und dem Kino wird sein Weg geebnet. Formulierung, Ausdruck würde ich jetzt ankreuzen als Lehrer. Dem Kino wird sein Weg geebnet, ja. Also, Filmunternehmen liefern sich einen unerbittlichen Wettbewerb um den Markt und Einfluss. Die Starken verschlingen die Schwachen. Du kaufst ein pleitegegangenes Studio, um auf seinen Ruinen ein neues Unternehmen aufzubauen. Okay. Und damit starten wir mit der Auswahl unseres Studionamens und des Logos. Ich würde sagen, wir nennen unser Studio die Stonewall Studios. So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was nehmen wir als Logo? Was passt zum Stein am besten? Wahrscheinlich gar nichts. Ein Stein, ja. Aber es ist natürlich Hollywood Animal, deswegen wird es keinen Stein zur Auswahl geben. Die Eule als Steinkauz. Steinadler, ja. Aber die Eule finde ich gar nicht so schlecht, die gefällt mir. Der Geier. Der Pleitegeier. Ja, der Steinbock. War das hier ein Steinbock? Wartet mal. Ist ein Steinbock dabei? Ist das ein Steinbock? Könnte man das als Steinbock identifizieren? Oder was soll das darstellen? Das soll ein Bison sein? Okay, ihr meint, das ist ein Bison. Okay, passt auf. Dann bleiben wir bei... Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Wir hängen jetzt hier eine halbe Stunde drum. Das Lama war süß. Das Lama war wirklich süß. Wir machen nichts mit Steinen. Wir nehmen das Lama. Das finde ich auch wirklich süß. Okay.
So, Filme entstehen nicht allein durch Schauspieler und Regisseure. In deinem Filmstudio arbeiten auch Menschen hinter den Kulissen, die alles am Laufen halten. Wie heißen sie? Wir können die jetzt umbenennen, das finde ich aber irgendwie ein bisschen lästig. Das mache ich nicht. Wir haben auf jeden Fall einen Direktor der Rechtsabteilung, Direktor der Kommunikationsabteilung, Direktor der Finanzabteilung. Fahren wir einfach mal fort. Erster Film. Neben dem Studiogelände erhieltst du auch das Filmmaterial eines unvollständigen Films. Die Dreharbeiten wurden zwar abgeschlossen, aber das Material wurde nie zusammengeschnitten. Du musst den Film vervollständigen. Was ist das für ein Film? Ich persönlich treffe jetzt hier einfach die Wahl, was ich jetzt am sympathischsten finde, ohne auf euch zu hören. Weil ihr wollt wahrscheinlich wieder entweder eine Romanze sehen oder irgendwas mit Tod, Mord und Totschlag. Aber nein, wir nehmen den hinkenden Luke. Wilder Westen, Action, Abenteuer 50%. Das Ganze ist natürlich jetzt so eine Art Tutorial. Jetzt werden wir erstmals durchgeführt, ziemlich linear, wie eigentlich so ein Film zusammengesetzt wird. So, also fahren wir fort. Western hat doch beides, genau. Okay, der hinkende Luke. Also zu einem Film gehört erstmal, wir sehen es hier oben, ein Genre und ein Schauplatz. Action, Abenteuer, Wilder Westen. Und dann gehört natürlich ein Protagonist dazu. Das ist in diesem Falle ein Cowboy. Meisterschütze, Reiter und Liebhaber jeglicher Hüte. Luke Ford lebt in einer staubigen Stadt im Wilden Westen. Ein freundlicher Mann mit einem guten Kopf auf den Schultern. Und er war ein exzellenter Schütze. Luke hegte den Traum, wie sein Vater, der legendäre Kopfgeldjäger Logan Ford, Verbrecher zu jagen und Schätze zu suchen. Doch es gab nur ein Problem. Luke kam mit einem lahmen Bein zur Welt und konnte nicht lange im Sattel sitzen. So hängte Luke seine Träume nach Abenteuern an den Nagel und widmete sich der Arbeit hinter dem Tresen des Lebensmittelladens, den er von seiner verstorbenen Mutter geerbt hatte. Das ist unser Protagonist, gespielt durch Joel Duvall. Okay, festgelegt. Also da haben wir jetzt auch keinen Einfluss. Das ist jetzt quasi der Film, den wir übernehmen. Es zeigt uns jetzt einfach nochmal, was für Bestandteile jetzt in Zukunft alles auf uns zukommen werden. Früher einmal kannte jeder den Namen Logan Ford. Zusammen mit seinem Partner Rufus Green brachte er reihenweise Räuber und Mörder zur Strecke, selbst Rotten Sam, den gefürchtetsten Verbrecher des Wilden Westens. Doch mit der Geburt seines Sohnes Luke verschwand Logan plötzlich vom Erdboden. Selbstverständlich hat mein Vater mich verlassen. Welcher Held gibt sich schon mit einem Krüppel ab, dachte Luke. Ich bin ein erbärmlicher Witz von einem Mann. Nie werde ich so berühmt sein wie er. Okay, Themen und Events des Filmes. Schatzjagd. Doch eines Tages erhielt Lucas einen rätselhaften Brief. Mein Sohn, ich habe nicht mehr lange zu leben. Wenn du diesen Brief erhältst, werde ich bereits nicht mehr unter den Lebenden wandeln. Diese Karte wird dich zu einer tausendjährigen Eiche führen, unter der ich eine Truhe mit all meinen Schätzen vergraben habe. Dein Vater Logan Ford. Lukes Herz fing an zu rasen, Zeit aufzubrechen. Doch wie komme ich zu dem auf der Karte markierten Ort, wenn ich nicht länger als 5 Minuten im Sattel sitzen kann? Der Junge hatte Angst. Er brauchte Hilfe. Also, Thema Schatzjagd. Wir haben unterstützende Charaktere. Einen Mentor. Eine Person, die den Protagonisten unterstützt, seinen eigenen Weg zu finden und ein wahrer Meister zu werden. Und wer wäre da besser geeignet als Rufus Green, Logans ehemaliger Partner? Bursche, du siehst deinem Vater unverwechselbar ähnlich, als er jung war, krächzte Rufus, als Luke vor seiner Tür erschien. Obwohl ich mich schon lange zur Ruhe gesetzt habe, habe ich mir noch nicht vollends das Hirn weggesoffen. Natürlich werde ich dir helfen. Rufus entwarf ein erstaunliches Trainingsprogramm und binnen einer Woche wurde aus Luke ein anderer Mensch. Er fühlte sich so selbstbewusst im Sattel, als hätte er sein ganzes Leben auf einem Pferd verbracht. Ihr merkt schon, die Storys der Filme wird hier nicht so wie bei den Movies, glaube ich, da wurde es ja richtig dargestellt. Hier wird es auf diese Art und Weise erzählt. Wird viel davon abhängen, wie flexibel diese Mini-Stories sind und wie kompatibel dann so die einzelnen Schnipsel zueinander passen. Mal sehen, ob man das in der Demo schon abschätzen kann. So, Rufus Green gespielt von Charlie Graham. Okay, dann brauchen wir natürlich noch einen Antagonist. Das ist in diesem Falle ein Bandit. Ein Verbrecher, der von Überfällen und Diebstählen lebt. Sein Vater war bereits gestorben, als sich Luke auf den Weg machte. Sein früher Feind Rotten Sam
hatte Logan erfolgreich ausfindig gemacht und ihn mit seiner Bande eine Falle gestellt. Verwundet am Bauch versteckte sich Logan in einem kleinen Hotel am Rande der Stadt. Noch am selben Tag zeichnete er eine Karte und diktierte dem Gastwirt einen Brief für seinen Sohn. Rotten Sam spürte Logan in seinem letzten Unterschlupf auf und folterte den Wirt, um den Standort der tausendjährigen Eiche zu erfahren. Rotten Sam, gespielt von Edward Patterson. Love and Trust brauchen wir auch noch. Stimmt eigentlich. So, was gibt's noch für Events? Schießerei. Als Luke die Eiche erreichte, waren Rotten Sam und seine Handlanger bereits daran, Logans Schatztor aus dem Hohlraum zu hieven. Die Luft war erfüllt vom Klang der Schüsse. Luke schoss fest in seinem Sattel sitzend. So präzise, dass die Banditen nicht die geringste Chance hatten. Lediglich Rotten Sam konnte entkommen. Als sich der Rauch lichtete, erblickte Luke den Banditen, wie er mit dem Gold aus der Truhe gen Horizont galoppierte. So, nächstes Thema. Luke wendete sich der offenen Truhe zu und entdeckte ein verschlissenes, ledergebundenes Büchlein. Es war das Tagebuch seines Vaters. Luke las einen vor 20 Jahren geschriebenen Eintrag. Rotten Sam ist aus dem Gefängnis entkommen. Er wird sich sicherlich an mir rächen. Meine Familie ist in Gefahr. Um ihrer Sicherheit willen muss ich verschwinden. Ich hoffe, dass sie mir eines Tages verzeihen können. Oh mein Gott, was für ein Drama. Das Finale. Thema des Finales: Protagonist überwindet Selbstzweifel. Luke's Tränen kullerten auf die Seiten. Vater wollte mich nur beschützen. Er hat mich nie für einen lahmen Nichtsnutz gehalten. Schließlich vertraute Luke endlich sich selbst und war fest entschlossen, der größte Cowboy des Wilden Westens zu werden, zu Ehren seines Vaters. Oh Mann. Was für eine Story. Dies zeigt die kommerzielle Relevanz des Films, Popcorn. Umso höher sie ist, desto leichter wird ein Film beim Massenpublikum Erfolg haben. Das rechts. Dies zeigt den künstlerischen Reiz des Films. Umso höher er ist, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt er von einem anspruchsvollen Publikum. Okay, also Arthouse oder Blockbuster, Popcorn, Kino. Aber das ist erstmal nur das Drehbuch, geschrieben von Joe Hughes. Die kommerzielle Relevanz und der künstlerische Reiz eines Films können sich nach jedem Entwicklungsabschnitt ändern. Der Film, der Luke, erhielt diese Bewertung, als das Drehbuch fertiggestellt war. Der Drehbuchautor Joe Hughes liebt es, Konflikte durch Kämpfe und Schießereien anstatt durch Gespräche zu lösen. Der Autor bedient sich seiner Erfahrung und Inspiration, um einer einfachen Geschichte über die Verwandlung eines verletzlichen Jungen in einen furchtlosen Westernheld Spannung und Unterhaltung einzuhauchen. Die Komponenten der Geschichte ergeben zusammen ein stimmiges Ganzes. Also, sein Lieblingsgenre ist Action, hat kein Hassgenre, wir sehen mal. Das ist vermutlich seine Qualität, 7,1, wie gut er drauf ist. $900 verdient er im Monat, in der Woche, im Monat wahrscheinlich, die 30 deutet darauf hin. Treue, wahrscheinlich zum Studio. Zufriedenheit, wahrscheinlich mit dem Studio. Okay. Gut, jetzt sind wir in der Vorproduktion. Nach der Vorproduktion stiegen die Bewertungen des Films noch höher. Eine Besetzung mit berühmten Schauspielern ist der zuverlässigste Weg, um die kommerzielle Relevanz und den künstlerischen Reiz zu steigern. Allerdings spielen auch andere Faktoren eine Rolle bei der Bewertung, zum Beispiel hochwertige Filmkulissen und moderne Technik. Okay, Joe Duvall ist inzwischen gestorben, so wie es aussieht. Eindrucksvolle Präsenz ist sein Perk. Allerdings tot. Inzwischen. 27 war er erst. Edward Patterson und Charlie Graham, die leben noch. Dreharbeiten. Geplante Drehzeit, tatsächliche Drehzeit. 60, 82 Tage. Nach der Produktionsphase ist die kommerzielle Relevanz des Films deutlich gefallen. Der Hauptdarsteller wurde ernsthaft krank und konnte weder auf einem Pferd sitzen, noch seine eigenen Stunts machen. Ja, wieso? Das versetzt ihn noch erst recht in die Lage, den hinkenden Luke darzustellen. Jedoch wuchs der künstlerische Reiz des Films, als Joe Duvall versuchte, den Mangel an Unterhaltung durch geschicktes Schauspiel wettzumachen.
Die Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten spiegelten sich in einer verlängerten Drehzeit wider. Leider verstarb der Schauspieler nach Abschluss der Dreharbeiten dieses Films. Oha. Okay. Dann gab es auch noch einen Produzenten, Regisseur und Kameramann. Filmkarte ist das jetzt. Aha. So wird also jeder Film irgendwie definiert. Jetzt schon Legende. Genau. Budget 431.000. So viel Geld hat das Studio für den Film ausgegeben. Dies ist nicht das finale Budget, da die Arbeiten an dem Film noch nicht abgeschlossen sind. Publikum. So charakterisieren die Macher von Hinkney Luke ihr potenzielles Publikum. Sobald du mit dem Dreh deiner eigenen Filme beginnst, wirst du dein eigenes Publikum identifizieren. Hinkney Luke ist ein Schießfilm. Hey, was für ein Film gucken wir heute? Wir gucken einen Schießfilm. Nicht zu verwechseln mit Scheißfilm. Eine Geschichte über Rache, aber auch eine berührende Erzählung der Beziehung zwischen Vater und Sohn. Dank der spannenden Erzählweise und den spektakulären Szenen wird der Film Männer jeden Alters begeistern. Okay. Soweit, so gut. Zeit, die Aufnahmen in die Postproduktion zu senden, um den Film abzuschließen. Das lernen wir jetzt. Okay, weise Mitarbeiter zum Schnitt und zur Filmmusik zu. Aktuell ist das Studiopersonal noch nicht das Qualifizierteste, aber mit der Zeit werden ihre Fähigkeiten wachsen. Okay, jetzt, warte mal kurz, das sind die Infos des Films. Das ist die Auswahl. Jetzt ist halt die Frage, es gibt natürlich jetzt immer günstige, teure. Das ist ein Alkoholiker. Sie ist besser und günstiger. Und dann nehmen wir Emma Barry, 39. Komponist. Louis Murphy ist Rassist. Okay. Okay. Und Lee Wood. 7.300, 3.200. Ja, der ist ein bisschen besser, aber Rassisten wollen wir jetzt hier nicht haben. Außerdem sparen wir ein bisschen Geld dadurch. Wir müssen auch entscheiden, wer den Film entwickeln wird und die Musik und Soundeffekte aufnehmen wird. Externe Auftragnehmer sind immer bereit, ihre Hilfe anzubieten. Also Filmentwicklung. Jetzt kommen verschiedene Firmen ins Spiel. Qualität, niedrig, mittel, Dauer, Kosten. Das Problem ist, wir spielen eine Demo. Ich weiß überhaupt noch nicht, wie unser Budget ist. Wie knapp das jetzt hier alles bemessen ist. Wir hauen einfach raus, würde ich sagen. Wir nehmen jetzt immer das Beste. Die Web Cine Company. Für die Musikaufnahme nehmen wir Hollywood Concert Hall und für die Tonaufnahme nehmen wir Sound Magicians. 36.037 Tage Postproduktion. Ah, das sind beide eh auf deiner Gehaltsliste. Bezahlen musst du beide, musst also nicht auf den Gehalt gehen bei der Auswahl. Ah, okay, alles klar, das war mir gar nicht bekannt. Wir bezahlen die schon. Gut, du hast die Postproduktion geplant, aber bis du einen Abteilungsleiter zuteilst, wird sich nichts in Bewegung setzen. Gut. Dann sollten wir das wohl tun. Ernenne zuerst einen HR-Direktor, was auch immer das ist, um neue Mitarbeiter einzustellen. Gut. Personalwesen, darum geht es jetzt. Okay, das ist aber jetzt einstellen. Mhm. Human Resources. Okay, alles klar. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich aufs Geld gucken. Aber auch hier würde ich sagen, warte mal, was ist als Dienstalter? 4 Jahre. Okay, es gibt irgendwie einen Prozentwert, der aber nicht weiter ausgewiesen wird. Vielleicht steigert sich das Gehalt so oder die Qualität. Keine Ahnung. Eine Qualität gibt es offenbar nicht. Wir nehmen den Dienstältesten. Bestätige ich. So. Alles klar. Stelle fehlende Abteilungsleiter ein in der Postproduktion. Ein Verteilungsleiter und ein Instandhaltungsleiter. Das sind die anderen, die wir schon kennengelernt haben. Ich muss mal kurz hier in die Einstellungen gehen. Die Musik ist ein
bisschen laut im Vergleich zu dem anderen. Machen wir es mal so. Okay, fahren wir fort. Also, wir brauchen hier einen Abteilungsleiter in der Postproduktion. Das ist alles hier noch nicht zur Verfügung. Dasselbe Spiel. Level 3, Level 2, Level 1. Treue. Was auch immer das bedeuten mag, Treue. Hier gibt es bestimmte Boni, die mir auch noch nicht erklärt werden. Ja. Ich nehme mal hier Level 2. So. Ohne genau zu wissen, was los ist. Die Postproduktion hat begonnen. Hier siehst du, wie es um das Projekt steht und wie schnell es voranschreitet. Hier unten. Okay, jetzt geht die Zeit schon voran. Wir brauchen 37 Tage für die Postproduktion. Aber ich würde sagen, ja, wir könnten jetzt optimieren und in dieser Zeit noch keinen Verteilungsleiter einstellen. Aber wir machen das mal. Für den Vertrieb. Also eigentlich ist es ein Vertriebsleiter. Level 1, Level 1, Level 2. Das ist unser Mann. Bestätigen. So, das wird später noch ein Thema werden. Und den Instandhaltungsleiter, was auch immer das bedeutet. Level 3, Level 3, Level 2. Eingestellt. Zack. So, perfekt. Bauer. Okay, vielleicht sollten wir doch schon mal weiterlaufen lassen. Nein, es geht weiter. Es ist an der Zeit, die Arbeit an einem neuen Filmprojekt zu beginnen. Baue zuerst eine Abteilung zur Entwicklung von Skripts. Gut, also das Ganze ist eine Wirtschaftssimulation und da gehört auch das Bauen dazu. Und wir wollen jetzt eine Drehbuchabteilung haben. Okay, Kosten differieren sehr. Es wird offenbar sogar Stromverbrauch und Wasserverbrauch simuliert. Belegschaft, 40 Leute, Wahnsinn. Okay, wir haben ziemlich viel freies Gebiet, obwohl so viel ist es gar nicht. Es darf sich offenbar nicht so überlappen. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie eine Relevanz hat, wo was sich befinden soll. Fangen wir mal hier in der Ecke an. Aha. Entwickler ist auch, glaube ich, Quatsch. Meint wahrscheinlich Bauunternehmen. Ja, das Saxophon ist ein bisschen stressig. Gib's. Ich muss nachher noch was... Oder kann ich es jetzt machen? Komm, wir gehen nochmal in die Einstellung. Das ist kein entspannter Game-Sound, finde ich auch. Schwer, da eine richtige Lautstärke zu finden. So, gut. Was heißt hier Bedingung? 50% Bedingung, 100% auch wieder merkwürdig. Das ist, glaube ich, wieder eine komische Übersetzung. Ich glaube, De La Vigo hat es mir schon mal geschrieben gehabt. Ich glaube, ich nehme 100%, gehen wir auf Nummer sicher. Wir haben ja Kohle. 25 Millionen. Ob wir uns spezialisieren, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, wie das funktionieren mag. Das ist ungefähr der Punkt, bis zu dem ich die Demo gespielt habe. Condition heißt das. Ah ja, okay, ist klar. Du kannst den Lauf der Zeit beschleunigen oder verlangsamen. Ja. Jetzt gucken wir mal. 36 Tage hängt eine Luke in der Postproduktion. Das ist jetzt das, auf was wir da warten. Das braucht 61 Tage. Können wir ein bisschen näher rangehen, wie das hier grafisch so gemacht ist. Das ist dann automatisch hier straßenmäßig da angebaut. Okay, das Auto fährt hier immer im Kreis. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ah, schaut mal, wir sehen Nachrichten von anderen Kinobetreibern. Nach 4 Wochen und einem Einspielergebnis von 610.000 hat Evergreen Movies seinen Vertrieb von Die Stille abgeschlossen. Ah, das ist cool. Es gibt also auch Konkurrenten. Das gefällt mir. Bin mal gespannt, ob man dann so auch irgendwie Stars der anderen vielleicht abwerten kann oder so eine Geschichte. Wir machen mal ein bisschen schneller. Okay, jetzt hören wir wahrscheinlich das gar nicht mehr. Warte mal kurz. Ein bisschen muss man es auch irgendwie hören, ne? Ah, es ist schwierig. Den Sweet Spot zu finden bei dieser Musik ist schwierig. Oh mein Gott, was war das? Gewitter.
Hephaestus. Ein Spielergebnis von 65.000. Was ist das denn hier? Ist hier Weltuntergang? Oh mein Gott. Okay, was passiert jetzt? Direktor der Finanzabteilung, Johnny Payne. Vor einigen Jahren habe ich mich scheiden lassen und dachte, meine Chancen wären dahin, bis ich Gilda traf. Wir sind ständig zusammen. Wir können nicht genug voneinander bekommen. Am Anfang von Beziehungen ist das normal. Aber jetzt sind wir schon ein Jahr zusammen. Wir sind wie füreinander. Wir sind füreinander wie eine Droge. Ich schäme mich, das überhaupt zu erwähnen, aber wenn Gilda mich bei der Arbeit besucht, ist es mit meiner Konzentration geschehen. Sie reißt mich in ihren Bann. Fast hätte ich gestern einen Flüchtigkeitsfehler gemacht, der das Studio eine Menge Geld hätte kosten können. Ja, sag mal, wenn das passiert, wer würde das erzählen zu seinem Chef gehen und sagen, hey, ich hätte gestern fast einen Fehler gemacht. Einen sehr teuren Fehler. Aber bitte tun Sie mir einen Gefallen, unterstützen Sie mich im Kampf gegen diese Sucht. Bitte führen Sie eine Art Zutrittskontrolle ein, sodass Gilda nicht einfach so in mein Büro spazieren kann. Natürlich würde es mir das Herz brechen, so wie es jedem Drogensüchtigen ergeht, aber ich würde es hassen, Ihrem Unternehmen zu schaden und meine Karriere zu ruinieren. Was ist das für eine absurde Geschichte? So, ich glaube, wir haben keinen Raid. Ich grüße Nenkick und Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Willkommen. Okay, was machen wir? So ein Quatsch machen wir ja nicht. Glück und Loyalität. Hier steht Treue und Zufriedenheit. Ich glaube, das ist dasselbe, oder? Also Zufriedenheit ist Glück und Treue ist Loyalität. Bist du verrückt? Genieß es, solange du kannst. Das ist meine Antwort. So einen Quatsch machen wir ja nicht. So, wir haben 92.000 für Mitarbeitergeld und 5.000 für Nebenkosten ausgegeben. Die Postproduktion ist gleich zu Ende. Was passiert jetzt? Okay, vielleicht sollten wir hier kurz mal pausieren. Bereit. Ah. Das ist auch eine Quatschübersetzung. Also das hat... Okay, wir haben einfach nicht gute Leute. Die kommerziellen und künstlerischen Bewertungen des Films sind etwas gesunken, aber sei nicht wütend. Du hast alles in deiner Macht stehende getan. Dein Studio hat immer noch Mitarbeitertechnologie auf niedrigem Niveau. Okay, nachvollziehbar. Also Drehbuch war vielversprechend, aber die Umsetzung war dann eher so lala. Okay, die Beteiligten. Leiter der Postproduktion, Regisseur, Editor und Komponist bekommen jetzt noch Erfahrung. Sehr schön. Und wir müssen ein Poster wählen. Oh, das ist cool. Das gefällt mir. So, aber das sieht schon mal scheiße aus hier. Irgendwie mit der Schatzkarte. Der Brief ist doch auch langweilig, oder? Obwohl, die beiden Cowboys, die da so in die Sonne reiten, das hat schon was. Das sieht aus wie so 0815 Western. Wir nehmen den Brief hier. So, den Vertrieb vorbereiten. Okay. Der Veröffentlichungskalender zeigt alle Filme, die in absehbarer Zukunft in Amerika ausgestrahlt werden. Eine Villa ohne Besitzer. Diplomatische Ablehnung. Warum erkennst du mich nicht? Die letzten 5 Sonnenuntergänge. Die Stiefel, die Glück bringen. Die Statue ohne Freiheit. Also das ist schon geil. Die Filmtitel sind cool. Okay, Filmkopien werden gedruckt. Hinkner Luke. Die ehemaligen Studiobesitzer haben bereits ein Veröffentlichungsdatum für diesen Film gewählt. Das Veröffentlichungsdatum für den nächsten Film wirst du selbst wählen. Okay, ich vermute mal, es geht so ein bisschen auch darum, wie man in Konkurrenz zu anderen Veröffentlichungen steht. Von den Themen wahrscheinlich her, dass man sich so gegenseitig nicht die Zuschauer wegnimmt. Du besitzt nicht nur ein Studio, sondern ein ganzes Netzwerk aus 91 Kinos. Du kannst deine Filme kostenlos in deinen Kinos laufen lassen.
Aber das wird nicht ausreichen, um ein großes Publikum anzuziehen. Du wirst andere Kinos mieten müssen, wenn du die Kinokasse wirklich klingen lassen möchtest. Das habe ich tatsächlich auch erst kürzlich gelernt, dass früher zu dieser Zeit nicht im Prinzip jeder Film irgendwie in jedem oder die Filme in allen Kinos laufen konnten, sondern dass die Leute bezahlen mussten. Also die Studios hatten ihre eigenen Kinos oder mit denen sie kooperiert haben und ansonsten mussten sie zahlen dafür, dass die Filme in anderen Kinos liefen. Wobei ich mich frage, was ist das für ein Geschäft, wenn die dafür zahlen? Also wo verdient man das Geld damit? Also zahlen die, dann kriegt man trotzdem noch einen Anteil an den verkauften Karten? Unklar. So, warte mal, das muss ich jetzt erstmal kapieren. Die ehemaligen Studiobesitzer haben das bereits organisiert und die Mietkosten des Films übernommen. In der ersten Woche wird der Film 7.185 Mal gezeigt. Etwa 3.185 davon werden in deinen Kinos stattfinden, also wird der Film 4.000 Mal in anderen ausgestrahlt. Nächstes Mal musst du das bei der Planung beachten und die Mietkosten selbst zahlen. Die Vorführungen und Mieten sind für 4 Wochen nach der Veröffentlichung geplant. Sobald sie ablaufen, kannst du die Mieten verlängern, wenn du denkst, dass der Film immer noch Profit einfahren kann. Okay, der Film geht morgen in den Druck und wird 5 Wochen zur Verteilung bereitstehen. Die Verteilung geschieht gleichzeitig, sobald der Druck abgeschlossen ist. Drucktempo und Kosten variieren je nach Auftragnehmer. Die ehemaligen Studiobesitzer haben bereits für diesen Film Druck gezahlt. Okay, das wollte ich mir jetzt gerne nochmal anschauen. Aber gut, das ist ja ganz interessant gemacht. In der Regel beginnt die Werbekampagne zum Film einige Wochen vor der Premiere, damit die Werbung Zeit hat, an Fahrt aufzunehmen. Die ehemaligen Studiobesitzer hatten die Werbekampagne bereits organisiert, aber in Zukunft wirst du diese selbst planen müssen. Dein Film wird von einer Werbeagentur beworben. Es ist an der Zeit, ihnen mitzuteilen, auf welche Zielgruppe sie abzielen sollen. Die ehemaligen Studiobesitzer haben die Werbeagentur bereits für die Werbung von 3 Filmen bezahlt. Danach wirst du dich selbst um die Werbung kümmern müssen. Okay, alles klar. Ja, das ist ja ganz klar für Jungs und Männer. Das wurde ja schon uns vorhin definiert. Die Zielgruppe ist eindeutig. Bestätigen. Das Publikum wird bald deinen ersten Film sehen. Viel Glück. Na gut. Hinkender Look. Okay. Jetzt haben wir es geht weiter. Was ist hier los? Leiter der Vertriebsabteilung, Ralf Hansen, meldet sich. Meiner Meinung nach ist Hinkender Look dazu bestimmt, ein Hit zu werden. Ein Abschiedsfilm von einem jungen Star. Stimmt, die Geschichte ist ja dann zusätzlich noch, weil der Typ gestorben ist. Die Geschichte hat eine Seele, aber das alles geht verloren, wenn sie nicht zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht wird. Die früheren Studiobesitzer haben darauf geachtet. Sie haben die Produktion sorgfältig geplant, aber auch einen guten Zeitpunkt für die Veröffentlichung des Films gewählt. Genau dann, wenn das Publikum hungrig war und es praktisch keine Konkurrenz gab. Außer als das alte Studio seine Türen schloss, entschieden diese Parasiten von Margin Pictures, dass Hinkender Look niemals das Licht der Welt erblicken wird. Ich weiß nicht, wer ihre Fäden gezogen hat, aber sie haben alle Kinobesitzer überzeugt, ihnen unsere Termine zu geben. Warte mal. Der Film, den Margins stattdessen veröffentlicht, hat noch nicht einmal einen Titel. Aber du weißt, was für einen Schund sie dem Publikum geben. Wahrscheinlich so etwas wie Gestern Furz oder Feuchte Achselhöhlen. Was ist denn bitte Gestern Furz? Geil, habe ich noch nie gehört. Diese Wortkombination. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Wir haben alle Dokumente, aber ein Gerichtsverfahren wäre langwierig und sinnlos. Wir werden den richtigen Moment verpassen und keine Entschädigung kann das wieder gut machen. Stattdessen schlage ich vor, dass wir all unsere Verbindungen, all unseren Einfluss nutzen und die Kinobesitzer daran erinnern, dass unsere Vereinbarungen eingehalten werden müssen. Vielleicht Gerstenfurz?
Ich glaube, gestern Furz? Das. Nee, nee. Was schert mich mein Furz von gestern, so nach dem Motto? Okay. Gut. Wir lernen, glaube ich, jetzt hier ein neues Konzept kennen, nämlich dieses Symbol. Einverstanden. Lass sie wissen, dass ein Deal ist und wir unsere Termine zurückhaben wollen. Genau sowas machen wir. Ah. Du kannst Einflusspunkte ausgeben, um deine Interessen zu erweitern und Probleme auf verschiedensten und oftmals unkonventionellen Wegen zu lösen. Okay. Gut. Das sind also Einflusspunkte. Das ist unser Ansehen hier. Ja, im Moment haben wir nichts zu tun. Hier bauen wir noch 16 Tage an der Drehbuchabteilung. Eine Villa ohne Besitzer ist veröffentlicht. Und es meldet sich der Leiter der Instandhaltung, Homer James. Der Bau der Drehbuchabteilung verläuft bisher planmäßig, aber es gibt einen kleinen Haken. Gemäß der Absicht des Architekten sollte ein großer Rotblatt-Ahorn das zentrale dekorative Element sein. Die Auftragnehmer haben einen geeigneten Baum in einem Reservat an der Grenze zwischen Ontario und Minnesota gefunden und bereits einen Preis und den Transport vereinbart, aber der Inspektor, der die Genehmigung erteilt, spielt auf Zeit. Er sagt, er könne nicht sagen, wie lange die Papierarbeit dauern werde. Vielleicht eine Woche, vielleicht ein oder zwei Monate. Du weißt genauso gut wie ich, dass manchmal ein kleines Schmiermittel benötigt wird. $200 Bargeld und der Baum wird noch heute Abend auf dem Weg nach Kalifornien sein. Ich möchte nicht, dass alle unsere Pläne wegen eines kleinen Bürokraten durcheinander geraten. Was denkst du? Okay, wir lernen jetzt hier offenbar das nächste Konzept kennen. Schmiergeld. Okay, hoffen wir, dass er an seinen Essensresten erstickt. Ah. Wenn ein Problem schnell und diskret gelöst werden muss, können die Finanzmittelstudios nutzlos sein. Wenn die Situation knifflig wird, ist Bargeld die Nummer 1. Okay, verstehe. Das ist unser Bargeld. Sehr gut. So, 30 Tage noch. Hier 10 Tage. Das Gewitter ist ein bisschen ätzend. 867.000 eingenommen. Der Konkurrent da. Mit die Bernsteinträne. Auch ein schöner Filmtitel. Und gleich haben wir unsere Drehbuchabteilung. Ja. Drehbuchautoren verwandeln Ideen in Drehbücher. Ich frage mich, was passiert, wenn hier 50% wäre. Mieten Sie Head für Drehbuchabteilung. Okay, wir müssen neuen Typen einstellen. Ich habe überhaupt keine Peilung, wie viele Mitarbeiter wir schon haben, wie viel das alles kostet. Egal. Level 3, Level 1, Level 1. Moses Rose. Ja, den nehmen wir. Nur den Besten, den wir kriegen können. Das Wichtigste ist das Drehbuch. Okay, Ufa, was ist hier los? Wähle deine Lieblingsgenres. Auf sie wird sich dein Autorenteam spezialisieren. Oh, wartet. Also ganz klar natürlich Geschichte. Das muss natürlich sein. Dann auf jeden Fall Romanze. Das muss auch sein. Was nehmen wir als Drittes? Man könnte sich ja so ein bisschen jetzt auf diese Western-Thematik spezialisieren, aber Historienfilme. Was passt am besten zu Historienfilme? In Kombination mit Geschichte, also mit Romanze noch. Drama, Abenteuer oder Action. Diese drei Sachen passen ganz gut. Drama wäre wahrscheinlich so ein bisschen die anspruchsvolle Gattung. Aber zum Historien, guten Film, Storm-Film, ja, das ist alles. Na gut, wir werden auch später auch noch andere Leute einstellen können. Wir machen Action. Wir haben jetzt schon einen Actionfilm mit der hinkende Luke, 50%. Werden wir mal in dem Genre ein bisschen bleiben. So, das sind die Drehbuchautoren aus der ehemaligen Belegschaft des Studios. Name lassen wir mal so. Wähle das Gebäude der Drehbuchabteilung, um die Arbeit an einem neuen Skript zu beginnen. Oh, jetzt wird spannend. Die Abteilung hat einige Ideen für das erste Skript ausgearbeitet.
Okay, das. Boah, naja. Klick auf eine Idee, die dir gefällt. Ein Drehbuchautor wird dann ein vollständiges Drehbuch aus ihr machen. Gut, also. Eine Romanze. Das spielt alles in der modernen amerikanischen Metropole. Wir wollten noch einen Historienfilm machen. Wie Ritter. Wie ein Ritter in der modernen amerikanischen Metropole. Vielleicht ist das so ein Zeitreisefilm. Das klingt innovativ. Das machen wir. Das schreiben wir jetzt. Okay, ist aber eine Komödie. Das kann eigentlich keiner von uns. egal. Warte mal, was haben die hier noch für Spezialeigenschaften? Faul. Seine Unbeholfenheit, sein langsames Tempo und seinen Mangel an Initiative stören seinen ergebnisorientierten Kollegen. Walter West. Unser bester Mann ist Felix Hill, Spieler. Und dann haben wir noch Bernard Larsen, ein Rassist. Warte mal, da vorne, da waren aber auch, warte mal kurz, waren da eben auch ein Actionfilm und eine Romanze dabei, ne? Wir können die anderen, die Sachen schreiben lassen. Walter West wird dann sich an diese Geschichte machen. Könnte ich jetzt die anderen das andere schreiben? Schaut mal, wir prüfen einfach die Drehbücher. Wir müssen einfach mehrere Eisen im Feuer haben. Felix Hill macht die Romanze, das ist ja sein Lieblingsding. Und Action macht Bernard Larsen, der Rassist. Mit dem Polizist, der irgendwie die Schwarzen hasst oder so in der Metropole. Okay, alles klar. So, die arbeiten dran. Dein Filmstudium weiterzuentwickeln ist der Schlüssel zum Erfolg. Wähle ein Upgrade für die Abteilung. Okay, krass. Wow, das Spiel ist komplexer, als ich dachte. Egal, wer in deiner Drehbuchabteilung arbeitet, niemand weiß besser, was ein Film braucht, um erfolgreich zu sein. Mit diesem Upgrade kannst du deine eigenen Handlung schreiben. Oh ja, naja, unbedingt. Wir wollen nicht immer nur vorgekaut bekommen, was die für Ideen haben. Wir als Studioboss haben natürlich die besten Ideen für die erfolgreichsten Drehbücher, ist doch ganz klar. Deswegen, ja, wollen wir das machen. Geschichtenwerkstatt. Okay, das kann man beschleunigen. Standard 50 Tage. Einige Verbesserungen brauchen ihre Zeit. Abteilungsleiter lernen mit der Zeit, diesen Prozess zu beschleunigen. Da ist es sinnvoll, an deinen erfahrenen Mitarbeitern festzuhalten. Upgrade. Warte mal, was gibt's denn hier alles? Cool. Oh, das ist nur die Drehbuchabteilung. Hat jede Abteilung so einen Forschungsbaum? Fortsetzung, ja! Teil 2 von Der hinkende Luke. Ist doch, das muss doch drin sein. Der rollstuhlfahrende Luke ist es dann. Franchise-Büro? Ah, in der Demo nicht verfügbar. Okay, alles klar. Würdiger Nachfolger, Neuaufnahme. Büro, freiberufliche Autoren. Autoren schreiben schneller, laufende Bearbeitung. Geschichtenideen halten 6 Monate oder mehr an. Cool. Handlungselemente schneller entwickeln. 10 Handlungselemente, 9. Ach so, am Anfang kann man nur sehr wenige Handlungselemente haben. Interessant. Okay, sehr geil. So, was passiert jetzt? Stopp mal, Pause. Baue eine Produktionsabteilung und eine Vorproduktionsabteilung. Hier gibt es auch noch irgendwie... Was ist das? Unbesetzte... Finanzabteilung. Okay, Leute, aber immer mit Ruhe. Erstmal Produktionsabteilung, Vorproduktionsabteilung. 5 neue Sachen sind hier möglich. Produktionsabteilung. Kann man das auch drehen? Nee. Egal. Hauen wir hier rein. Immer vom Besten. Warum baue ich eigentlich die Produktionsabteilung vor der Vorproduktion? Egal. Wir haben bald ein Platzproblem, oder was? Auf geht's.
So, hinkt der Luke, 18 Tage noch, alles im Bau. Die Leute arbeiten an den Drehbüchern. Ich bin endlich gespannt, was da rauskommt. Jedes Gebäude hat so einen Tech-Baum. Krass. Das ist beeindruckend. Gut, in 12 Tagen geht unser Film an die Kinos. Die Drehbuchabteilung hat 3 neue Handlungsideen eingereicht. Warte mal, zusätzlich? Oder waren das die 3? Ne, das sind die 3, an denen wir schon arbeiten. Okay. Zusammenfassung, abgeschlossene Drehbücher. Okay. Warum erkennst du mich nicht? Oh, 1,6 Millionen haben die gemacht. Eine Villa ohne Besitzer. Ich bin gespannt, was wir machen werden. So, 4 Tage. Die roten Symbole bedeutet, dass wir da noch irgendwie Leute einstellen müssen, glaube ich. Aber erstmal haben wir eine Premiere. Joe Duvall in Hinkender Luke. Ein Mann hinkt seinen Weg. Nein, ein Mann humpelt seinen Weg. Ist die Tagline. So, dieser Film wird jetzt veröffentlicht. Stonewall Studios Production. Was passiert mit ihm? Okay, Kinomark A+. Ist das das Beste? Oder ist AAA wahrscheinlich das Beste? Oder wie? Ein Mann, ein Bein, ein Weg. Das wäre auch gut, ja. Das Kinomark-Bewertungssystem misst die Bewertungen des Publikums am Tag der Premiere. Wenn du dir sicher bist, dass du einen hochwertigen Film produziert hast, die Menschen ihn aber nicht wertschätzen, dann hast du vielleicht die falsche Zielgruppe ins Kino gebracht. Was bedeutet das A+? Was ist die Bestwertung? Ich bin nicht vertraut mit diesem amerikanischen Wertungssystem. A+ müsste das Beste sein, wenn es mit den realen Votings übereinstimmt. Okay. Na gut. Cornelius Schröder, Exquisite Cinematik. Dem Film fehlt es gelegentlich an Feinfühligkeit, aber die Handlung ist wahrhaft rührend und die Schießereien werden fantasievoll abgedreht. Ein ehrwürdiger Film mit dem unersetzlichen Joe Duvall. Leider hat Amerika einen großen Schauspieler verloren. 4 von 5 Sternen. Roy Cox, lustige Zeiten, der perfekte Actionfilm. Mit feurigen Schießereien und erinnerungswürdigen Charakteren erleuchtet er einem den Abend. Jeanette Foleys Südliche Nacht. Kämpfe und Schießereien haben keinen Platz in der Gesellschaft. Diesen Film würde man sich nur aus einem Grund ansehen. Joe Duvalls durchdringende Augen. Welch Schande, dass diese Augen uns nicht länger durch die Leinwand durchdringen werden. Earl McKinney, mitreißende Krimis. Das hier ist zwar kein Krimi, aber wir konnten es uns nicht entgehen lassen. Der Hauptstar tat, was er am besten konnte und hauchte diesem aufregenden Film Leben ein. Nachdem man das gesehen hat, muss man sich einfach fragen, kann der Tod von Joe Duvall am absoluten Höhepunkt seiner Karriere wirklich ein Unfall gewesen sein? Oh mein Gott! Okay, jetzt kriegen die Leiter der Abteilung entsprechend Erfahrungen. Kameramann, Regisseur auch nochmal. Produzent, Drehbuchautor. Und die Schauspieler selbst auch noch. Möglicherweise basierend auf den Bewertungen. So, das sind nochmal die neuen Kosten, die dazukommen. Durch Filmkopiedruck. Okay. Jetzt müssen wir abwarten, wie Fehler einspielt. Roy Spencer, Produzent.
Ich habe mir von einigen Leuten etwas Geld geliehen. Ich dachte, sie seien gute Leute und in der Regel liege ich mit sowas richtig. Aber nun folgt mir irgendein Idiot auf Schritt und Tritt und will, dass ich die Schulden zurückzahle. Ich zahle den gesamten Betrag heute zurück, aber ich brauche etwas Erholung. Du weißt doch, wie es heißt, du magst stark sein, aber die Karten sind stets stärker. Das alles ist übrigens Quatsch. Ich zeige den Karten, wer der Boss ist. Kannst du mir das ein paar Monate lang freigeben, damit ich das alles in den Griff kriegen kann? Ich habe keine Ahnung, ob wir noch irgendeinen Produzent haben. Ah, okay, das ist das Problem, der ist Spieler. Kann man das checken? Nee. Egal, geben wir ihm einfach frei. Ich habe keine Ahnung. So. Woche 1 läuft. Bevor wir jetzt hier nicht unsere Drehbücher fertig haben, mache ich hier gar nichts weiter. Ich muss mal kurz gucken. Ach so, das sind die Upgrades, die man jetzt hier durchziehen kann. Ist es sinnvoll, jetzt hier die ganzen Upgrades zu starten? Ja, wahrscheinlich, ne? Warte mal, dann machen wir das jetzt mal systematisch. Oh Gott, die PR-Abteilung. Einfluss vom Kino. Jedes beliebige Kino, das dir gehört, wird dir Einflusspunkte bringen. Upgrade. Was? Verbesserungszeit 1164 Tage? Egal. Personalabteilung. Ethnische Zusammensetzung. Halte die ethnische Zusammensetzung des Studiopersonals aufrecht. Also Diversität, oder was ist damit gemeint? Dienstleistungsabteilung. 960 Tage, 96 Tage. Eröffne das Gebäude für Dienstleistung. Okay, klingt irgendwie wichtig. Machen wir. Finanzabteilung. Du kannst eine 500.000 für ein Jahr zu 22% Zinsen ausleihen. Wow. Machen wir. Achso, ihr meint eher weniger Diversität? Verstehe ich nicht. Vielleicht auch wieder ein Übersetzungsproblem. Mittlerer Rechtsschutz. Erhöhe die Qualität deines Rechtsschutzes von niedrig auf durchschnittlich. Kosten die Upgrades irgendwas? Okay, er beschleunigt das. Oder ist das einfach immer nur ein Zeitablauf? So, Instandhaltung, Wasserturm. Ah, da können wir wahrscheinlich eigene, dann haben wir weniger Nebenkosten. Kraftwerk oder grundlegende Landschaftsgestaltung. Das machen wir, weil das ist wichtig für die Qualität der Filme. Und was haben wir hier noch? Postproduktion, Filmlabor, Konzertsaal, Tonstudio. Tonstudio ist das Wichtigste. Wird beschleunigt. Oder gemacht. Und die Vertriebsabteilung. Druckerei. Öffnet die Druckerei, in der du Kopien deines Films in 5 Wochen drucken kannst. 1200 Tage. Marketing und Außendienst. Kann wahrscheinlich auch immer neue Gebäude bauen. Entsprechend. Na gut. Okay, das läuft alles. Die erste Woche scheint erfolgreich hier irgendwie gelaufen zu sein. Wo sehe ich, wie gut der Film läuft? Hier irgendwie nicht. Plus 160.000. Sind da jetzt schon unsere Ausgaben mit einberechnet? So, was haben wir? Vorproduktion erstmal abgeschlossen. Suche eigenhändig Schauspieler und Regisseure aus, wähle Sets, Technologien und vieles mehr aus. Okay, wir brauchen jetzt erstmal einen Boss. Level 1, 2, 3, wir nehmen ihn. So, das sind die Schauspieler, die beim Studio geblieben sind, nachdem der Besitz übertragen wurde. Wie heißen sie? Jane Fisher, Sarah Freed und Russell Simmons. Können erstmal so. Also, ich will die nicht umbenennen. Ah, wir haben mehr. Gabriel Rutkowski, Peter Harris und David Goodman. Das sind die Regisseure, die geblieben sind, nachdem der Besitz übertragen wurde. Anthony Campbell und Louis Matthews. Okay. Aha. Das heißt, hier können wir auch ein Upgrade machen bei Vorproduktion.
Scoutbüro, Besetzungsbüro, Requisiten und Dekoration scheint mir das Wichtigste sein. Machen wir mal ein Upgrade. Beschleunigen tun wir hier nichts. So, der hängende Luke liegt bei 7. Das läuft. Ich glaube, wir haben Kassenerfolg. Eine Schauspielerin meldet sich. Lydia Globe. Perfektionistin. Die legendäre Lydia Globe ist wieder im Sattel. Fast. Oh ja, ich weiß, du hast erwartet, dass ich sofort einen neuen Film starte. Aber das Sprechen gewöhnen dauert länger als erwartet. Du musst verstehen, ein Vogel, der in den Wolken fliegt, kann nicht einfach ohne Vorbereitung in die Tiefen des Meeres tauchen. Ich mache Sprachübungen mit Meistern der Bühne, dehne meine Stimmbänder, trinke Eiercocktails. Morgens diese samtige Stimme. Man kann schon einen Unterschied bemerken. Oh yeah, bitte. Ich flehe dich an, wirklich. Ich flehe dich an. Gib mir 3 weitere Monate, um mich auf meine erste Sprechrolle vorzubereiten. Du wirst sehen, deine Geduld wird belohnt werden. Leute, wir haben überhaupt noch keine Peilung, was wir jetzt machen demnächst. Insofern soll sie sich 3 Monate da noch weiter mit ihrer Sprachausbildung, Sprechausbildung befassen. Gut. Aber unser Film ist ein richtiger Erfolg hier. 1,2 Millionen spielte ein, aber ich würde irgendwie noch gerne mal geilere Statistiken sehen. Ich kapiere immer noch nicht genau, wo ich was sehe an der Kinokasse. Wir sind auf jeden Fall definitiv im Plus. So, die Produktionsabteilung ist gebaut. Auch hier brauchen wir einen Chef. Alles Level 2. Der ist sehr günstig. Das ist unser Mann. Auch hier werden wir gleich mal irgendwie das Upgrade starten. Doppelte Erfahrung für Schauspieler. Finde ich gut. 1500 Tage. Okay, das war wahrscheinlich Quatsch. Baue eine Level 1 Tonbühne. Warte. Level 1 Tonbühne. Was ist denn schon wieder eine Tonbühne? Gehört zur Produktionsabteilung. Ah, die wird dann da rangebaut. Okay. Okay, das kann man jetzt frei platzieren. Produktionsabteilung war hier unten, ne? Das war die Vorproduktion? Ich weiß nicht mehr genau. Scheiß drauf. So, baut das mal ordentlich. Du konntest in der Forschung Daten und Statistiken freischalten. Ah, interessant. So, Jane Fisher meldet sich. Sie ist eine eingebildete Schauspielerin. Ich hörte, dass Lydia Globe aus dem Ruhestand kommt. Oder was ich eher gehört habe, ist, dass sie eigentlich nie in den Ruhestand gegangen ist. Sie hat einfach nur an ihrer Stimme gearbeitet, damit sie uns noch mehr Rollen stehlen kann. Es ist wohl zu viel verlangt, dass diese gierige Schlange endlich in den Ruhestand geht. Es muss doch einen Funken an Gerechtigkeit in diesem Geschäft geben. Okay, sehr lustig. Es gibt dann Ärger zwischen den Schauspielern. Finde ich auch gut. So, 1,7 Millionen. Warte mal, hier steht 1,2, da 1,7. Das ist wahrscheinlich schon das Nettoergebnis. Während das die reinen Einnahmen sind. Okay, jetzt haben wir die Statistiken. Die ersten 4 Wochen waren erfolgreich. Natürlich kann der Film immer noch Geld an der Kinokasse einnehmen. Wenn wir unsere Mieteinigung mit den Kinos verlängern, können wir noch viel mehr einnehmen. Klicke auf Erneuern, um die Mieteinigung unter denselben Bedingungen um 4 Wochen zu verlängern. Okay, das heißt, wenn ich das richtig sehe, es müssen einfach die Bruttoeinnahmen immer über den Mieten liegen. Und dann lohnt es sich noch. Und hier sieht man ungefähr, wie das jetzt runtergeht, weil der Film halt, naja, irgendwann halt nicht mehr so läuft. Übrigens, der Film hat hier Rang 1, Rang 1, 2, 1. Schon gut, ne? 4 Wochen Umsatz, Gesamtausgaben, Profit. Insofern ist ganz klar, dass man fortsetzen sollte, ja. Okay. Gut, auf jeden Fall scheint es ein richtig, richtig toller Erfolg zu sein. So, wir haben jetzt ein erstes Upgrade abgeschlossen, die Drehbuchabteilung, die Geschichtenwerkstatt. Das heißt, jetzt können wir eigene Stories entwickeln.
Sehr gut. Und oh, neue Handlungs. Ah, ich will die Fortsetzung haben. Machen wir die Fortsetzung als nächstes. Ich will der hinkende Luke Teil 2 haben. Baue eine Geschichtenwerkstatt. Okay, gehört dazu. Bauen wir Hulk hier irgendwo hin. So, noch sind die Drehbücher nicht durch. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, können wir das nächste Drehbuch irgendwie selber ein bisschen frei entwickeln. Teil 2, Hinkader. Okay, 363.000 waren dieser Woche. Die Drehbuchabteilung hat eine neue Hand... Oh, warte, das muss ich mir kurz angucken. Eine neue Idee. Zwei neue Ideen. Tropische Insel, Fantasiekönigreich, mit jeweils einem hoffnungslosen Romantiker. Einmal eine Romanze und einmal ein Drama. Das könnte man auch einfach weghauen. Okay, cool, interessant. Aber ich bin gespannt, was unsere Drehbücher so hergeben. Ich denke, wir werden erstmal alle zu Ende schreiben lassen und dann entscheiden, welches Drehbuch hat das größte Potenzial für unseren neuen Hit. Hinten der Luke 2 ist ein Zombie-Film mit toten Hauptdarsteller. Ja, genau. Sehr geil. So, wir machen immer noch gute Gewinne. Gesamt 2,8 Millionen. Okay, warte mal. Ja, jetzt, das Problem ist jetzt, ab jetzt arbeiten wir mit unseren eigenen Leuten und die sind halt nicht so gut wie die Drehbuchautoren von Der hinkende Luke. Wir müssen unsere Ansprüche jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen runterschrauben. Okay, der erste Vorschlag ist, es geschah mit jemand anderem. 4,4, 3,9, okay. Die gewinnen danach dadurch ein bisschen an Erfahrung. Okay, verstehe. Gut, warte mal. Muss ich das jetzt entscheiden? Auf Eis legen, Projekt starten? Also, Detektiv, Drama, Romanze. Moderne amerikanische Metropole, Protagonist, Detektiv, Antagonisten, böses Monster. Ich weiß nicht. Eine erbarmungslose Bestie, die dazu geschaffen wurde, jeden, der ihr begegnet, zu erschrecken und zu töten. Kumpan? Finale Protagonist wird für Verbrechen bestraft. Klingt irgendwie ziemlich langweilig. Ich bin mir nicht sicher. Wir schließen das einfach mal. Wo finden wir das jetzt? Aha, das könnten wir jetzt hier jederzeit starten. Na, wir lassen es erstmal. Die Frage ist, ob der Mann Felix Hill, das war der Spieler, ob der jetzt schon an einer neuen Idee arbeitet. Oder wir warten erstmal auf diese Werkstatt. Vielleicht können wir da ein bisschen mehr selber bestimmen. Also ich weiß nicht, was mit dem bösen Monster gemeint ist. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Warten wir erstmal ein bisschen ab. So, Papa kam früh zurück. Oh nein! Was ist denn das für ein Flop? Walter West hat aber damit ein neues Level erreicht. Okay, das ist das mit dem Ritter. Ein Ritter in schillernder Rüstung. Antagonist ist ein Serienmörder. Ein Psychopath, der aus purem Vergnügen mordet. Mentor ist ein unterstützender Charakter. Protagonist befreit Geisel. Das ist aber wirklich ein Schrott. Also ich würde sagen, das kommt gleich in die Tonne. Ist das jetzt komplett weg? Habe ich das damit jetzt... Nee? Aha. Dann ist das auf jeden Fall tatsächlich vielversprechend. Ne? Es müsste hier nochmal stehen, wer das gemacht hat. Damit man sich merkt, wer hier immer den Schrott schreit. Erstmal ist Stufe 1 Pavillon durch. Dreh auf einer Tonbühne, die für einfache Sets gebaut wurde. Okay. Gibt der Tonbühne einen Namen? Ja, lassen wir mal Tonbühne 1, das ist schon okay.
So, warte mal, wer war das eben? Das war Walter West, glaube ich, der den Schund geschrieben hat, ne? Felix Hill hat die Sache ganz gut gemacht, offenbar. Wir warten mal das letzte Drehbuch ab. Der Weg zum Horizont. Wir müssen unsere Ansprüche, glaube ich, ganz schön runterschrauben. Aber auch er hat ein neues Level erreicht. Bernhard Larsen. So. Thriller, Detektivgeschichte, Komödie, Action, Abenteuer. Von allem was. In einer modernen amerikanischen Metropole. Ein Polizist. Antagonist ist ein Stammesführer. Das Oberhaupt der einheimischen Bevölkerung, das üblicherweise Eroberer und Plünderer von seinem Land vertreiben will. Themen, Events, Dreiecksbeziehungen. Finale, Liebende bleiben zusammen. Naja. Okay, wartet. Ich würde sagen, wir treffen jetzt direkt mal die erste Entscheidung hier. Welchen Film drehen wir? Nach den Werten her ist der Es geschah mit jemand anderem der vielversprechendste Film. Ah, das war der Rassist eben. Ah, okay, der hat also deswegen den Stammesführer als Antagonist ausgewählt. Ja, ihr wollt natürlich Papa kam früh zurück. Naja, Leute, wollen wir jetzt hier... Oh, warum wollt ihr so eine Flops produzieren? Ein Ritter in der modernen amerikanischen Metropole. Okay, man könnte es mal aus Gag machen. Wie so ein... Wisst ihr was? Also, ich habe ja die Hoffnung, ich weiß nicht, wie das Spiel funktionieren wird, dass wenn der Film produziert wird, dann jedes Mal diese so eine Art Story erzählt wird. Aber ich glaube, vielleicht sind meine Erwartungen da zu hoch. Pass mal auf, ich nehme jetzt mal aus, weil wir ja die Demo spielen und Dinge ausprobieren, ich nehme jetzt tatsächlich mal aus experimentellen Gründen Papa kam früh zurück von Walter West geschrieben. Das machen wir, das starten wir jetzt. Lasst uns an diesem Ding arbeiten. Papa kam früh zurück, okay. An diesen Orten spielen sich die Ereignisse des Films ab. Die Figuren verbringen die meiste Zeit an den in Gold hervorgehobenen Drehorten. Daher wird der Großteil der Dreharbeiten dort stattfinden. Nur kleinere Szenen werden an Nebendrehorten gefilmt. Du musst entscheiden, welche Szenen auf einer Tonbühne gedreht werden sollen und welche lieber vor Ort. Okay. Wähle das Qualitätslevel des Standorts. Im Pavillon hängt die Qualität von der Drehausrüstung, Kulisse und dem Design ab. Draußen liegt der Fokus auf der Schönheit und Authentizität der natürlichen Szenen. Wenn du einige Szenen des Films auf einer Tonbühne drehen möchtest, kannst du auswählen, welche Tonbühne du verwenden möchtest. Okay, aber wir müssen kurz nochmal zusammenfassen. Ich bin jetzt mal echt gespannt, wie das jetzt funktionieren wird. Also, History und Komödie ist das Thema. Das Ganze spielt in der modernen amerikanischen Metropole und der Protagonist ist ein Ritter. Was bedeutet das, ein Ritter? Kommt er aus der Vergangenheit? Der Antagonist ist ein Serienmörder. Vielleicht kommt er aus der Vergangenheit, um heute jemanden zu retten. Mentor unterstützt und wir befreien irgendjemanden. Gut. Erstmal Kameramann wählen. Thomas Morris, haben wir die auch schon? Bezahlen wir die auch schon? Ah, okay. Warte mal. Hier sehen wir die Qualität für draußen und drinnen Aufnahmen. Hier ist die allgemeine Qualität. 3,7, 2,1. Er ist ein Süchtiger und er ist ein Ruhiger. Ah, wir trauen das Harry Ray, das wird sein Durchbruch werden. Der macht den Film. So, und aber wie stelle ich jetzt, wie verändere ich das? Ich glaube, das kann ich, glaube ich, nicht verändern, oder?
Ach so, ich müsste erst eine Tonbühne. Ah, warte. Die, und jetzt kann ich es verändern. So. Metropolenstraßen ist natürlich klar. Flughafen. Okay, das ist offensichtlich vorgegeben, dass das die Schauplätze sind, wenn ich es richtig verstehe. Wir müssen jetzt einfach nur entscheiden, ob das drin oder draußen aufgenommen wird. Und wie bestimmen wir hier die Qualität? Offenbar können wir nur einen Stern vergeben. Okay, wow, wartet. Das ist wahrscheinlich die entsprechende Drehzeit. Okay, wovon hängt das ab? Filmausrüstung, die Kulissen und die Dekoration bestimmen. Bei Outdoor-Dreharbeiten liegt der Fokus auf Schönheit und Authentizität. So, Flughafen, das lassen wir mal auf der Tonbühne spielen. Kino, Station und Hotel auch. Das ist dann billiger und geht schneller. Aha. Die Gesamtdauer der Dreharbeiten ergibt sich aus der Summe aller Drehtage an den einzelnen Drehorten sowie aller dazwischenliegenden Samstage und Sonntage. Mehr Quali muss alles erforscht werden. Okay, verstehe. Okay, wir sehen hier, also vor allem die Drehzeit erhöht sich, wenn man außen aufnimmt. Ja, also Kosten 30.000, 96 Tage für Vorproduktion und Dreharbeiten. Na gut, fahren wir mal fort. Okay, Drehtechnologie. Haben wir nur ein 35 mm Dupler. Tontechnologie, Sonaton. Das ist aber schon irgendwie cool, oder? Extras. Mehr Schauspieler. Wir müssen den Film irgendwie aufpimpen. Kostüme und Requisiten geht erstmal nur niedrig. Crew. Ah, wir machen daraus jetzt einen Qualitätsfilm. Viel hilft viel. Okay, weiter. Team. Jetzt ist das Problem mit dem Produzenten. Der eine, der war doch irgendwie... Na, wir können den nehmen. Okay, wir haben zwei Regisseure. 4,2, 2,8. Er ist diszipliniert, sehr gut. Er ist Perfektionist. Die haben aber keine bevorzugten Genres. Er ist der deutlich bessere Typ. Anthony Campbell. Man müsste noch sehen, wer hat jetzt den hinkenden Luke gemacht? Habe ich mir nicht gemerkt. Ritter. Ah, jetzt kommen unsere Schauspieler. Okay, wer spielt den Ritter? Was ist das für ein Typ? Anführer cholerisch. Genres, in denen ist er kürzlich aufgetreten. Boah, der hat ja alles gemacht. Komödie, Horror, Abenteuer, Action. Rolle, Cowboy, Sheriff, okay. Aber was hat das jetzt für eine Bedeutung? Ist es gut, jemanden einzusetzen, ähnlich einzusetzen, oder ist es gut, jemanden immer unterschiedlich einzusetzen? Ja. Okay, auf jeden Fall ist der unser bester Mann, Peter Harris, ganz klar, der muss den Protagonisten spielen. So, der unterstützende Charakter. Keusch. Alkoholiker, Frauenhasser. Rassist und lustvoll. Tut sich schwer damit, seinen erhöhten Sexdrang unter Kontrolle zu halten. Puh. Der Mentor sollte älter sein. Ja, das ist wahrscheinlich sinnvoll. Dann nehmen wir ihn hier. Und in diesem... Okay, da spielt überhaupt keine Frau mit, ne? Auch interessant. Und der Serienmörder? Der hat schon mal im Thriller mitgespielt. War schon mal Serienmörder. Was meint ihr? Ist es gut, jemanden zu besetzen nach der Rolle, die er zuletzt gespielt hat? Oder ist es eher schlecht?
Wie würdet ihr das einschätzen? Okay, ihr meint, es ist gut. Na gut, dann machen wir das. Dann spielt Russell Simmons erneut den Serienmörder. Gut. So, um mit der Vorproduktion zu beginnen, musst du deine Pläne zunächst offiziell abstempeln und genehmigen lassen. Ja, wie, bei wem lasse ich das genehmigen? Ich bin der Boss hier. Ich pack den Stempel runter. Akzeptiert, Papa kam früh zurück, ist unser neues Projekt. Okay, jetzt ist das hier in der Postproduktion. Hinten der Luke läuft noch. Wir können uns einen Flop bestimmt leisten. Der Titel klingt ja eher nach einem Porno. Ja. So. Der Luke macht immer noch guten Gewinn. Zuletzt in Woche 8 149.000 gegen 73.000. Es geht aber hier 70.000 runter zuletzt. Konstant. Das heißt, was wir können davon annehmen, in Woche 9 wird er nur noch gerade so plus minus machen und danach werden wir Verluste machen. Deswegen werden wir den Vertrieb beenden. Und haben wahrscheinlich den besten Film, den unser Studio auf Ewigkeiten erstmal machen wird, gemacht. Hinkner Luke. Aber wir arbeiten an Hinkner Luke 2. 2,3 Millionen. Vertrieb beenden. Okay, das Ganze. 19 Millionen. Also ich muss sagen, der ganze Statistikteil dieses Spiels gefällt mir schon mal ziemlich gut. So eine richtige Oldschool-Wirtschaftssimulation finde ich richtig geil. Sehr schön. Also ich stelle mir schon vor, weiß jemand, wie lange dieses Spiel gehen soll? Bis in welches Jahr? Weil ich stelle mir dann so vor, wie du jetzt irgendwie 80 Jahre Kinogeschichte hast und dann deine bestplatziertesten Filme dir anschauen kannst im Archiv. Gefällt mir. 26 Millionen. Okay, aber wir warten jetzt noch mal ab, bis dieses Drehbuch-Ding gebaut ist. Dann basteln wir mal am nächsten Drehbuch noch mal rum. Die schreiben was von große Teil des 20. Jahrhunderts. Ah, cool. Direktor der Rechtsabteilung Fred Lawson. Ich habe den Stapel Dokumente durchgesehen, die wir geerbt haben und etwas Interessantes entdeckt. Es stellt sich heraus, dass das frühere Studio dem verstorbenen Joe Duvall 25% der Kinoeinnahmen für den Film Hinkender Luke versprochen hat. Diese Bedingung wurde in letzter Minute hinzugefügt. Sie wird nur wenige Tage vor Duvalls Tod als Änderung des Hauptvertrags eingeführt. Niemand hat uns darüber informiert. Ist Duvall vielleicht wirklich ermordet worden? Offenbar weiß die Familie Duval noch nicht einmal davon. Und was sollte es für sie schon ausmachen? Über seine 5-jährige Karriere hinweg spielte der Kerl in 8 Hits. Sein Erbe sollte für mehrere Generationen ausreichen. Nicht, dass es je dazu kommen würde, natürlich. Die einzigen, die von Duvals Geld profitieren, sind sein betrunkener Vater und 2 Tanten. Allein die Zinsen sind beachtlich. Die Gesamtsumme beträgt 799.198. Sollen wir also seinen Verwandten erreichen und ihnen mitteilen, dass sie sich nach einer anderen Strandvilla umsehen können? Okay, bevor wir es entscheiden, würde ich kurz mal auf einen Chat-Kommentar eingehen. Schreibt jemand, der in der Filmbranche arbeitet und findet es erstaunlich, wie gut die Prozesse im Game dargestellt sind, wenn auch natürlich näherungsweise. Und ich würde sagen, Steinmanns teilweise unbedarftes und bauchgefühlt bestimmtes Vorgehen qualifiziert ihn wunderbar für eine Entscheiderposition in der Branche. Ja, aber komm, die Papa-Geschichte, da wurde ich beeinflusst. Ich hätte den Papa-Film nicht gemacht, aber wir sehen mal. Gut, es gehört der Familie. Nö. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden und du hast dieses Dokument nie gesehen. Oh, krass. Es gibt Geheimnisse, wie geil. Leak-Risiko. Das ist ja cool. Manchmal muss man die Grenze überschreiten. Es könnte einfach eine Gesetzessache sein oder eine moralische. Geheimhaltung und Diskretion sind der Schlüssel. Je schlimmer das Geheimnis, desto größer die Konsequenzen, wenn die Wahrheit ans Licht gelangt. Ist ja witzig. Das finde ich gut.
Menschen plaudern gerne, da könnten deine Geheimnisse jederzeit ans Tageslicht kommen. Diese Skala zeigt dir die Wahrscheinlichkeit eines Leaks. Du kannst entweder warten, bis das Geheimnis vergessen wird und das Risiko auf Null fällt, oder überlässt die Sache den netten Herren der Sicherheitsabteilung, die wir noch nicht gebaut haben. Ja, im Chat steht, wir brauchen eine Rechtsabteilung. Ja, genau. Ja, gut. Baue eine Sicherheitsabteilung, um das Risiko zu verringern, das Geheimnis zu durchsickern. Fetzt. So, hier werden meine Geheimnisse aufbewahrt. Okay, warte mal. Können wir irgendwas bauen? Gebaut, gebaut, gebaut. Ne, wir fortgeschritten. Was ist denn hier noch los? Sicherheit, tatsächlich. Produzentenbüro. Ingenieurwesen und Technologie. Wir wollen alles bauen. Das hätten wir schon lange mal machen sollen. Sicherheitsabteilung, das ist doch Nummer 1. Kommt hier in die Lücke. Wir hauen raus. Die Gewinne von Luke müssen investiert werden. Was gibt's noch? Das Produzentenbüro. Neue Produzenten rekrutieren. Egal, wird gebaut, werden wir sicher irgendwann brauchen. Ich werde mal einmal diese 50%. Ich will es mal ausprobieren, was das bedeutet. Keine Ahnung. Und irgendwas war noch möglich. Ingenieurwesen und Technologie. Bauen wir auch. Gut. Weiter geht's. Als nächstes warte ich hier rauf. Um mal zu checken, ob wir da irgendwie selber irgendwas aus dem Urlaub zurückgekehrt. War das der Produzent? Ich glaube ja, ne? Solange das Sichern des Geheimnisses nicht teurer ist als das Ausbezahlen. Ja, in der Tat. Gut, gucken wir mal. 3 Tage noch, dann bin ich mal gespannt. Dann basteln wir uns unser eigenes Drehbuch. Okay, es gibt aber auch schon eine neue Handlungsidee. Wir haben pro Monat im Moment 135.000 Lebenkosten. Die Geschichtenwerkstatt ist eröffnet. So, was bedeutet das? Okay, wir können jetzt eine eigene Geschichte erstellen. Benenne den... Ja, Leute, ich weiß doch noch nicht... Ja, wir müssen... Wir nennen den erstmal Arbeitstitel. Ich denke mal, das können wir noch ändern, oder? Wäre lustig, wenn nicht. Ich weiß auch nicht, was ich für eine Geschichte machen will. So, wartet. Es wird natürlich ein History-Film. Mit ein bisschen Romanze. Wir machen jetzt das, was unsere Drehbuchautoren besonders gut können. Und ein bisschen Action. Das finde ich in der Verteilung gut. Wobei, Geschichte ist ein bisschen zu viel. Wir müssen ein bisschen mehr Action bringen. So. Schauplatz? Ah. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich werden da auch noch später mehr freigeschaltet. Weil, was soll das denn werden? Aber was... Wir machen... Ich habe eine Idee. Man könnte sich jetzt auch an historischen Filmen orientieren, ne? Dann machen wir nämlich jetzt die Meuterei auf der Bounty, machen wir. Da würde ich sagen, passt allerdings die Genre-Aufteilung nicht so richtig. Aber wir machen mal, ich gehe nochmal kurz zurück. Das hat ein bisschen Romanze, nämlich mit den Ureinwohnern, mit den hübschen, nackten Ureinwohnerinnen. aber es ist dann eher, es ist eigentlich, Geschichte ist eher relativ wenig, würde ich sagen. Was hat dieser Film, ich will das jetzt versuchen mal nachzubauen. Romanze auf 5% zurück. Ja, ja, das hat nicht viel Romanze. Es hat ein bisschen Action. Aber es hat eigentlich viel Abenteuer und Drama hat es auch noch dabei. Das wird jetzt eine wilde Kombination. Also, das ist vor allem Drama 20, Abenteuer, ja, Action,
Ja, 15, Romanze 10, Geschichte müssen wir noch ein bisschen zurückdrehen, würde ich sagen. Das ist die Kombination. Okay. Alles klar, wir machen die Meuterei auf der Bounty. Allerdings basiert das auf einem Buch von, glaube ich, Robert Mell. Ich glaube, das heißt nicht die Meuterei auf der Bounty, sondern heißt, glaube ich, nur die Insel oder sowas. Das habe ich geliebt. Früher, fantastisches Buch. Sei grüß, Gaius. So, wie läuft das jetzt? Also, der Protagonist in Die Meuterei auf der Bounty ist in gewisser Weise ein kühner Abenteurer. Würde ich sagen, passt am ehesten dazu. Der Antagonist, das ist schwierig. Das passt hier gar nicht so richtig rein, ne? Weil was ist der Antagonist bei der Meuterei auf der Bounty? Es ist ja eher so ein. Es ist ja am Ende eine schwierige Eigendynamik, die dort auf der Insel geschieht. Stammesführer? Ja, nehmen wir den Stammesführer. Irgendwie passt das am besten. Unterstützende Charaktere. Jetzt brauchen wir natürlich eine Frau. Wir machen mal Liebesinteresse. Ah, da können wir mehrere reinnehmen. Oh, und wir können Frau und Mann definieren. Es gibt definitiv einen Rivalen. Und es gibt einen verärgerten Chef. Ja, das passt auch gut. okay, Themen und Events. Oh, verdammt, ich habe die maximalen Handlungsevente. Nee, das ist dann nicht gut. Dann nehmen wir den Rivalen raus. Aber oh, das funktioniert so nicht. Ah, okay, wir haben zu wenig Möglichkeiten hier. So, was ist denn das Thema eigentlich? Ah, okay. Also dafür ist dann die Forschung wirklich sinnvoll. Das passt alles irgendwie überhaupt nicht. Da müssen wir uns jetzt was Neues überlegen. Das passt irgendwie gar nicht. Streben nach einem besseren Leben vielleicht. Vielleicht nimmt man auch keinen Antagonisten, ja, das ist ein guter Hinweis, ja. Aber funktioniert ein Film ohne Antagonist? Wir können es einfach mal ausprobieren. Wir probieren es mal. Irgendwie streben nach einem besseren Leben. Finde ich eigentlich ganz passend. Was ist das Finale? Ich kann mich nicht mehr ans Finale erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie der Film endet. denken wir uns ein eigenes Ende aus. Stirbt heroisch. Das ist auch ein schönes Ende, ja. Das machen wir. Das ist egal, ob es jetzt stimmt oder nicht. Die bleiben auf der Insel, werden aber unglücklich. Ja, irgendwie so war das, ne? Antagonist ist nach den Branchenregeln ein Muss. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich habt ihr recht. Aber wir wollen es ja eins mal ausprobieren. Wir machen das mal. Wir machen das mal ohne Antagonisten. Der Antagonist ist die Welt, ist die tropische Insel, ist die Umgebung. Okay. Wer von unseren Leuten kann es am besten? Wer hat vorhin noch mal den besten Entwurf geschrieben? Das war er hier, glaube ich, ne? Felix Hill, er ist der Mann für die Romanzen. Ja, passt. Den nehmen wir. So, beginnen mal mit der Arbeit. Gut.
Papa kam früh zurück, 6 Tage noch. Mal gucken, ich hoffe mal, dass wir heute noch irgendwie diese beiden Filme in die Kinos bringen. Was meint ihr? Was wird der größte Erfolg? Papa kam früh zurück oder Meuterei auf die Bounty? Welcher wird besser bei den Leuten ankommen? So, er ist erstmal bereit hier. Papa meint ihr natürlich. Ja, klar. Okay. Also die Vorproduktion hat schon ein bisschen was rausgeholt. Die Pfeile nach oben. Die Qualität des Films. Ach so. Alle 4 Elemente haben das Ganze jetzt verbessert. Ich verstehe. Papa wird uns ruinieren. So, wir starten die Produktion. Keine angebotenen Dienstleistungen. Was, wie, wo? Papa kam früh zurück. Okay. Dienststufe. Beeinflusst die Lebensbedingungen, die Qualität, die Verpflegung und das allgemeine Wohlbefinden. Wahrscheinlich haben wir einfach noch nicht die Technologie für sowas, ne? Ich kann hier tatsächlich nichts verändern. Ja, muss alles freigeschaltet werden. Okay. Gut. Der Dreh beginnt. Aber was ich schade finde, ich finde diese Art und Weise, wie das im Tutorial oder ganz am Anfang gemacht wurde, wie dieser Film erzählt wurde, das ersetzt ja ein bisschen diese 3D-Szenen, die wir bei den Movies hatten früher. Das fand ich schon richtig cool. Ich wünschte mir, das würde bei jedem Film irgendwie so ein bisschen erzählt werden. Ich soll weitere Drehbücher starten. Ihr habt recht, ja. Ihr habt recht. Wir werden von den Ideen, die hier sind, noch ein paar probieren. Ist das hier unsere Geschichte? Warum haben sie jetzt alle tropische Inseln und der Ritter auf der tropischen Insel? Was soll das? Das ist ja Quatsch. Hier, da können wir mal, das können wir mal ausprobieren. Action und Geschichte passt jetzt eigentlich überhaupt nicht. Aber wir setzen ihn trotzdem dran. Warten mal auf die nächste Idee. Ich will jetzt keine weitere Idee selber machen. Bronzeschuhe heißt der Film. Okay. Oder? Das ist quasi die Alternative. Wir gucken mal. Vielleicht kriegt Walter West ja ein besseres Drehbuch hin für die ähnliche Geschichte auf der tropischen Insel, wie wir sie geplant haben. Ist auch mal interessant. Amnesie. Auch ein schöner Filmtitel. Okay, 60 Tage dauert das noch. Ich glaube, wir können ein bisschen schneller machen. Wer hatte Papa geschrieben? Gute Frage. Können wir das irgendwo checken? Hier wird der Fortschritt der Dreharbeiten angezeigt. Wenn der Jetzt-Marker hinter dem nach dem Zeitplan-Marker hinterherhinkt, liegst du hinter dem Zeitplan. Du kannst an mehr Tagen als geplant drehen, allerdings ist das mit weiteren Kosten verbunden. Okay, wir sind hier noch gut dabei. Walter West war der Drehbuchautor für Papa. Walter West arbeitet jetzt an Amnesie, dem Konkurrenzprodukt zur Bounty. So, Produzentenbüro ist fertig. Da brauchen wir auch. Oh, das kostet natürlich alles, ne? Was kann das Produzentenbüro? Erstmal können wir hier eine Forschung machen. Zwei Projekte pro Produzent. Oh, krass. Oh. Was machen wir hier? Okay, wir stellen einfach neue Leute ein, ne? Gut, ist eigentlich Quatsch, weil wir schon zwei haben, aber naja, ist egal. Wir wollen einfach hier jetzt mal alles sehen, was geht. Will ich noch eine Vorproduktion starten? Ja, also ich weiß nicht, wie viele Projekte wir gleichzeitig. Hängt das von den Produzenten ab? Ne, die Schauspieler sind ja auch drin. Also, das könnte ja ein Erfolgsfilm werden. Nee, pass mal auf. Nee. Wir warten auf Meuterei auf der Bounty. Ich will es jetzt nicht. Oder es ist.
doch sinnvoller, jetzt schon was zu starten? Wahrscheinlich ja. Okay, wir beginnen auch nochmal unser Erfolgsprojekt, oder? Was haben wir hier? Dienstleistungsabteilung. Ah ja, okay. Da hätten wir dann jetzt was machen können, ich verstehe. Das ist allerdings noch nicht freigeschaltet. Asketisches Personal. Machen wir mal hiermit weiter, was auch immer das bedeutet. Ja, die Posten müssen ausgelastet werden. Ihr habt schon recht. Okay, also wir starten dann doch nochmal mit diesem Felix Hill vermeintlichen Erfolgsfilm. Es geschah mit jemandem anderen. Okay, man kann das jederzeit stornieren. Ah, okay, wir haben nicht genug Leute. Besetzungsbüro Verbesserung. Was fehlt uns denn? Kameramann hätten wir. Wir werden sehen, was uns fehlt. Tonbühne. Das sind hier aber wieder die gleichen Orte. Ne? Warum? Ach so, bei moderner amerikanischer Metropole. Alles klar, verstehe. Wir werden das dann eigentlich hier ähnlich machen. Ich denke, das war anständig. Drehtechnologie. Auch hier investieren wir volle Socke. So, Produzent wäre Roy Spencer jetzt verfügbar. Regisseur Louis Matthews. Es könnte sein, dass wir nicht genügend Schauspieler haben für den Job. Ja, das ist natürlich heikel, ne? Unser Bounty-Film. Na gut, da können wir die anderen die Sachen noch nehmen. Also. Cowboy, Kumpan. Er hat noch nie ein Detektiv gespielt. Müssen wir einen neuen Typen einstellen? Vielleicht sollten wir das mal machen. Wo können wir das tun? Haben wir schon. Ich habe überhaupt keine Peilung. An welcher Stelle, wo können wir jetzt neue Regisseure einstellen? Hier nicht. Im Hauptquartier? Belegschaft? Krass. Was geht hier ab? Oh, Wahnsinn. Ich bin beeindruckt. In der Personalabteilung, Instandhaltung, Vertriebsabteilung, Dienstleistungsabteilung? Nee, die ist erst gebaut, also in 5 Tagen. Also wisst ihr das zufällig? Instandhaltung ist es nicht. Wir haben ja hier noch Gebäude. Irgendwas ist auch baubar. Ach, wir können auch mehrere Tonbühnen bauen. Und die Dienstleistungsabteilung, was bauen wir hier gerade? Wartet mal. Das ist die Sicherheitsabteilung. Was mache ich gerade hier? Ich bin, glaube ich, im Geschichtenbüro aus Wien gelandet. Ja. Nee. Es könnte sein, dass es das Dienstleistungsgebäude ist. Bauen wir auch mal. Langsam geht uns echt der Platz aus. Im Hauptquartier unter Regisseure. Nee. Hier können wir nichts einstellen. Das ist nur eine Statistik. Also, wir können hier nicht weitermachen mit der Postproduktion, weil wir für den Film keine Schauspieler haben und ich nicht weiß, an welcher Stelle wir Schauspieler einstellen können. Es könnte sein, dass es... Jetzt meldet sich erstmal Lydia Globe. Ich spüre, wie sich meine Stimmbänder stärken. Ach, das war die Dame. Mein Timbre entwickelt sich und ich arbeite an meiner Aussprache. Schon bald werde ich ein Star auf der Bühne und der Leinwand sein. Aber professionelles Wachstum dauert seine Zeit. Kannst du mir noch 2 Monate geben? Nee, du musst doch hier in Meuterei auf der Bounty mitspielen. Oder in dem Papa-Film. Obwohl das Ding soweit ist. Ja, soll sich noch 2 Monate nehmen. Gut, also.
grundlegende Landschaftsgestaltung haben wir freigeschaltet. Ah, okay, in der Hinsicht werden jetzt die Filme auch immer besser. Dann können wir ein bisschen Kosten sparen und jetzt mal den Wasserturm angehen. Der Papa-Film hatte keine Frau, ja genau, deswegen habe ich ihr noch 2 Monate gegeben. So, wir haben jetzt die Sicherheitsabteilung. Sehr schön, Level 3, Level 3, Level 3. Er ist unser Mann und wir wollen jetzt, wo kann man zu den Geheimnissen? Das sind die Statistiken, das sind die Geheimnisse. Bau eine Sicherheitsabteilung. Habe ich gemacht. Bodyguards, Betriebszentrale. Öffne die Betriebszentrale. Du kannst einem Sicherheitsdienst den Schutz deiner Mitarbeiter anvertrauen. Finde ich gut. Machen wir das. Aber wie können wir jetzt... Manchmal kommen bei der Produktion eines Films Unfälle vor. Du kannst eingreifen und versuchen, das Problem zu lösen. Andererseits kannst du es aber auch ignorieren, wobei das dem Film wohl kaum helfen wird. Oh nein, bei Papa kam früh zurück, ist was passiert. Russell Simmons, der Antagonist, bringt einen sehr lauten Hund mit zu den Dreharbeiten. Das Tier bellt ununterbrochen, es sei denn, er heult oder winselt, vom Morgen bis zum Abend. Die meisten der Crew hoffen, dass er stirbt. So, was machen wir? Wollen wir ihm verbieten, das Viech an den Set zu bringen? Okay, wir können jemanden finden, der spazieren geht. Das finde ich ist eine Weise. Drehe der Töle den Hals um. Dafür bräuchten wir den Sicherheitsdienst am Set. Haben wir nicht. Okay, jemand soll spazieren gehen. Ist eine gute Lösung. Gefällt mir. So, aber immer noch weiß ich nicht, wie können wir das Geheimnisproblem lösen? Baue eine Sicherheitsabteilung. Haben wir gemacht. Ah, wir müssen Security vielleicht einstellen. So, kann der sich jetzt um das Problem kümmern? Ja. Dennis Campbell. Beamter im Einsatz. Gut. Mal sehen. Also wir wissen tatsächlich immer noch nicht, wie man Schauspieler einstellen kann. Okay. Ingenieurwesen und Technologie. Da brauchen wir auch jemanden. Nehmen wir den erfahrensten. Was macht ihr? Was bedeutet das? Technologieerfindung. Weiter geht's. Das ist wahrscheinlich... Ah, okay. Wir können hier unsere Kameratechnik Bild und Ton verbessern. Okay. Qualität, Praktikabilität, Wirtschaftlichkeit. Machen wir das mal. Kam aber nur eine Möglichkeit, da was zu verbessern. Ja, ich hau das Geld nur so raus. Leute, das ist die Demo. Ey, guck mal, wir sind doch immer... Wir haben doch genauso viel Geld wie am Anfang. Das wird schon... Papa wird, glaube ich, kein Hit, aber mal drauf, der Bounty wird ein Hit werden. Den will ich auf jeden Fall noch im Kino sehen, den Film. Und wir müssen auch rauskriegen, wie man Schauspieler einstellen kann. Was gibt es denn hier noch, was wir nicht gebaut haben? Eigentlich ist die Dienstleistungsabteilung das Letzte, was fehlt. Möglicherweise ist das der Ort, wo wir das tun können. Luke trägt uns durch die ersten Jahre, ja. So ist es. Oh, okay. Geil. Ja, cool. Risiko eines Leaks verringert. Hervorragend. Sehr gut. Okay, es gibt eine neue Handlungsidee. Aber wir haben ja diese Sachen am Start. Komödie, Polizist. Ah, klingt langweilig. Sie fragen, warum man überhaupt auf die Ideen eingehen soll, wenn man selber
die Sachen eigentlich entwickeln kann, nicht wahr? Ihr seht, die anderen haben alle nicht mit Abstand so hohe Einspielergebnisse wie unser Luke-Film. Unten links, was ist unten links? Unten links haben wir nur den Stand der Vorproduktion. Aber da können wir nichts einstellen. Vielleicht hier, das wird dann vielleicht freigeschaltet, wenn wir das gebaut haben. Ja, dass das blinkt, ist klar. Wir sind einfach hier noch nicht durch mit der Vorproduktion, ne? Wegen der fehlenden Schauspieler. Das ist einfach der Hinweis da unten links. So, Papa kam früh zurück, ist gleich abgedreht, Leute. Oh, Leute. Meuterer auf der Bounty. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ich hab's euch doch gesagt. Sehr gut. Die Bewertungen des Skripts sind sogar besser als der Autorenwert, weil die Handlungselemente so gut zusammenpassen. Entschuldigt. Was sage ich euch? Ich bin der geborene Drehbuchkonzeptioneur. Das Wort gibt es nicht. Ah, warte mal. Das heißt, in der Regel im Durchschnitt kann man erwarten, dass die Qualität hier der Qualität der Drehbuchautoren entspricht. Und wenn man das irgendwie cool kombiniert, dann kann man höher gehen. Es fehlt einfach in der Vorproduktion ein Gebäude, welches erst erforscht werden muss, um neues Personal einzustellen. Okay, alles klar. Danke für den Hinweis. So, also das ist ja gut. Das Projekt würde ich deshalb, glaube ich, auf jeden Fall lieber starten als das andere. Das werden wir auch erstmal auf Eis legen. Mal gucken. Vielleicht haben wir hier die Schauspieler schon dafür. Aber das andere müsste ja gleich abgedreht sein, ne? Das sollte also kein Problem werden. So. Ja. Ist die Frage... Warte mal, ich gehe hier nochmal kurz raus. An einem Tag ist Papa früh zurück abgedreht. So, das heißt, lieber das abwarten. Dann können wir nämlich mit voller Power Bounty drehen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal darum. Okay. So. Erfahrung wird verteilt. Zufriedenheit der Schauspieler hat sich erhöht. Achso, aufgrund der Event-Effekte wahrscheinlich. Papa ist ein Blockbuster, meint er. Naja, mal sehen. So, jetzt müssen wir zum ersten Mal... Ah, ne. Jetzt kommt es erstmal in diese Phase. Editor. Ja, sie ist die bessere. Dann nehmen wir sie auch. Komponist. Wir nehmen jetzt einfach hier platt den Besten. Das wäre der Rassist. Egal. Filmentwicklung. Natürlich gehen wir ja auch aufs Ganze. Musikentwicklung und Tonaufnahme. So wie bei dem anderen auch. Postproduktion wird gestartet. So, jetzt aber hier zu den Projekten. Wartet. Erstmal, es geschah jemand anderen. Das werden wir jetzt erstmal auch wieder auf Eis legen. Wir wollen Meuterei auf der Bounty haben. So, jetzt haben wir die Auswahl. Thomas Morrison ist der Bessere. Harry Ray hat aber den anderen Film gemacht. Egal. So, ah, schaut mal, jetzt sind wir auf der tropischen Insel, jetzt haben wir andere Schauplätze. Wir gehen direkt auf die Insel, an die Küste, ans Meer, in den Dschungel. Wir powern hier alles rein. Nochmal an die Küste. Die einheimische Siedlung wird im Studio gedreht, die Höhle auch. Der Wasserfall, da scheuen wir keine Kosten und gehen raus. So. Fortfahren. Wir haben noch die veraltete Technologie. Egal. Auch hier das Maximum. Jetzt die entscheidende Frage.
Wir haben im Moment nur einen freien Produzenten. Das ist allerdings natürlich nicht so gut. Vincent Rooks ist der bessere Mann. Egal. Roy Spencer wird seinen Job auch machen. Ich glaube, Anthony Campbell hat gerade auch den Papa-Film gedreht, ne? Ja, er ist einfach der bessere Mann. Wird auch den Film machen. So, jetzt aber die spannende Frage. Wer ist die Hauptfigur dieses Films? Ist das wieder unser Star Peter Harris, der auch den Papa-Film gedreht hat? Er ist eindeutig der talentierteste von allen. Auch wenn er das Genre gerade nicht bedient hat, wird er das machen. So. Jetzt brauchen wir die Dame, die dort die nackte einheimische Eingeborene spielt. Jane Fisher oder Sarah Freed? Sarah Freed ist doch die an ihrer Stimme immer zugearbeitet hat. Liebesinteresse. Ja, das ist... Die hat die böse Hexe zuletzt gespielt. Nee, das wird Jane Fisher, ganz klar. Okay, was haben wir noch? Und wir haben den Kapitän. Das ist der verärgerte Chef. Das ist Gabriel Rutkowski, definitiv. Warte mal, kürzliches Genre? Genre ist das, nicht Gene. Okay, alles klar. Ja, ist klar. Gabriel Rutkowski spielt das. So, Leute, ich sage euch, das wird ein Hit. Das wird Papa locker übertrumpfen. Stempel drauf, Projekt wird gestartet. Und wir machen jetzt auch nicht mehr Filme. Wir wollen jetzt einfach die beiden umgesetzt sehen und das vergleichen wir dann. Ach so, scheiße. Das war doch noch das Konkurrenzprojekt zu Bounty. Das ist ja richtig gut geworden. Das ist doch der Mann, der zuletzt den totalen Flop da produziert hat. Bernard Lawson. Seht ihr, ich komme schon durcheinander. Ach, das war das Ding im Fantasiekönigreich. Das war doch nicht das Konkurrenzprodukt. Werden wir trotzdem auf Eis legen. Aha. Aber unser Autoren machen gute Arbeit. Walter West. Tropische Insel. Das war doch das Konkurrenzding, ne? Ich bin mir sicher, Mordor auf der Bounty wird besser werden. Wird deswegen auf Eis gelegt. Wir arbeiten jetzt auch an keinen neuen Projekten mehr. Wir wollen es jetzt einfach mal durchziehen und sehen, was daraus wird. Aber Moses Rose meldet sich erstmal. Hast du vom wandernden Malcolm gehört? Nur Gott weiß, wie er wirklich heißt, aber alle nennen ihn einfach den wandernden Malcolm. Seit geschlagenen 4 Jahren klopft er bei jedem Filmstudio mit seinem Drehbuch unterm Arm an. Oh, das finde ich cool, dass es sowas gibt. Er ist ein seltsamer, manchmal sehr laut und sogar etwas gruselig. Manchmal beruhigt er sich aber, wird traurig und raucht an der Straße. Er weigert sich, sein Drehbuch zur Betrachtung einzureichen oder überhaupt eine Synopse mit uns zu teilen. Er ist der Meinung, dass jemand seine brillanten Ideen stehlen könnte. Er verkauft sie nur für $1,000 als Vorauszahlung in bar. Heute Morgen ist er buchstäblich auf mein Auto gesprungen, als ich zur Arbeit kam. Ich konnte sogar einen kurzen Blick auf die Titelseite seines Drehbuchs erhaschen. Verrottete Schicksale. Während der Verrückte sich an meinem Schreibenwischer vergriff. Ich war kurz davor, die Sicherheit zu rufen, doch dann dachte ich, scheiß drauf, heute gehen wir vielleicht das Risiko ein. Er wird schon nicht schlechter schreiben können als unsere üblichen Studioparasiten. Finde ich gut, machen wir. Wir geben ihm die 1000. Oh mein Gott, was für ein unglaublicher... Was für ein Drehbuch. 8,5, 8,1. Drama, Romanze, Thriller, in einer modernen amerikanischen Metropole spielend, Liebesinteresse, Rivale, Dreiecksbeziehung, tragisches Liebespaar.
Wow. Aber wir haben ja einen Plan. Wir werden den nicht umsetzen. Ich denke, heute werden wir zwei Filme in die Kinos bringen. Die beiden. Papa kam früh zurück und Meuterer auf der Bounty. Das ist jetzt noch mein Plan für heute. So, die Dienstleistungsabteilung, die wird, ich glaube, Meuterer auf der Bounty noch helfen können. Du kannst jetzt während der Verhandlungen Dienstleistungen anbieten. Aha, gegenwärtig besteht dein einziges Angebot aus einer Krankenversicherung, aber du kannst neue Dienstleistungen anbieten, nachdem du deine Abteilung erweitert hast. Aha, okay, wenn man um andere Schauspieler vielleicht irgendwie verhandelt. Für diese Dienstleistung fällt eine monatliche Gebühr an, auch wenn sie derzeit von niemandem genutzt wird. Die Kosten erhöhen sich geringfügig mit jedem neuen Mitarbeiter, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt. Verstehe, cool. Zusatzkrankenversicherung... Silver Moon Kronos Uhr oder illegale Geschenke. Mit wem muss man sich da einigen? Ach, mit der Leiterin. Die will das nicht. Egal, wir nehmen erstmal die Uhr. Uhrwerk von der Legende Andreas Fischer. Sehr geil. Als netter Bonus. Lydia Globe. Meine Zeit ist gekommen. Ich fühle mich bestärkt, inspiriert, kreativ. Ich bin nicht die alte Lydia Globe, die du mal kanntest. Stets quiekend wie eine kleine graue Maus. Jetzt kann ich brüllen wie ein Löwe. Meine alten Errungenschaften sind nur ein Prolog, eine Hintergrundgeschichte, ein Pfad zu wahrem Ruhm, der nun auf mich hinabregnen kann. Okay, die war vorhin nicht zur Auswahl, ne? Weil wir sie noch irgendwie in Urlaub geschickt hatten. Lydia Globe kehrt auf die Kinoleinwand zurück. Um ihren alten Ruhm wieder zu erlangen, zumindest erhofft sie sich das sehnlichst. 42 Jahre. Ah, okay, damit haben wir jetzt eine neue Schauspielerin. Die wird leider jetzt nicht mehr zum Tragen kommen. Egal. Auch schön, das nochmal zu sehen. Papa kam früh zurück, ist jetzt noch 3 Tage in der Postproduktion, aber erstmal ist die Meuterei bereit. Vorproduktion. Eieiei. Scheiße. Die Kritiker finden es nicht so toll. Egal. Wir machen nichts für die Kritiker. Wir machen was für die Leute. Okay, der Kameramann, der Produzent, die Drehorte und die Kostüme haben es ein bisschen runtergerissen. Naja, dafür Schauspieler und Regisseur, okay. Gut, wir starten das Ganze. Jetzt... können immer noch keine Dienstleistung hinzufügen. Wir könnten, aber er ist noch mit dem Geheimnis beschäftigt. Ah, wir brauchen keine Sicherheit. Das geht auch ohne Sicherheit. Auf geht's. Er ist aber... Papa kam früh zurück. Er ist aber immer noch besser hier als Papa kam früh zurück. Im Moment zumindest. Wir werden sehen. Postproduktionsergebnisse. Okay. Noch ein bisschen gesteigert. Ah, wie geil. Okay. Das finde ich schon sehr, das finde ich schon cool. Das gefällt mir. Hat ästhetisch, hat das was. Ihr findet 2 gut? Ah, ich weiß nicht. Obwohl, ja, das mit dem Pferd und dem Auto, das ist auch cool. Ja, das gebe ich. Der Ritter auf der Straße mit dem Auto im Gegenverkehr hat auch was. Aber das ist auch, das ist ästhetisch hier. Großartig. Ich finde, es ist farblich nicht so schön gestaltet. Ich finde, das ist von der reinen Plakatästhetik das Beste. Ich nehme das. So. Jetzt habe ich immer noch absolut keine Peilung. Wie das hier sinnvoll... Warte mal, das ist Halloween und das ist Thanksgiving oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Was?
Okay, das ist der Spielraum, in dem wir uns befinden. Aber wir müssen ja Werbung machen. Naja, ich brauche Zeit für Kopien, für Werbung, ja. Das war, glaube ich, zuletzt 4 Wochen oder so. Ich platziere ihn erstmal hier. Wir sehen hier unten die anderen Filme. Detektivkomödie. So. Okay, wir machen mal das so wie bei dem anderen Film. Thanksgiving ist ein traditioneller Kinotag. Ja, das Problem ist, wir wollen das ja nicht so weit hinauszögern, oder? Drei bis fünf Wochen. Ja gut, jetzt habe ich 4 Wochen. Kann ich das nochmal verschieben? Ja. Okay, ich meine, wir können Halloween als Filmstart machen. Aber ich glaube, erwarten die Leute nicht bei Halloween als Filmstart einen Horrorfilm? Nicht, dass wir die Erwartung da komplett irgendwie... So, was hier zu tun ist, da habe ich echt... Also wir machen natürlich Maximum in unseren Kinos. Und jetzt ist die Frage, wie viele... Also wir hatten bei Luke, und das war ein Bestseller, hatten wir, glaube ich, da 4000 oder so. Ich orientiere mich jetzt einfach mal an dem. Achso, da kann man es auch so eingeben. Ist aber egal. Ich habe keine Ahnung, was da gut und sinnvoll ist. Man könnte annehmen, dass man das dann mit der Zeit ein bisschen reduziert. Vielleicht ist das dann effizienter. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Gedanke, oder? Der Film ist ja der Horror. Das ist Arthouse. So. Ah, okay. 3 bis 5 Wochen. Ich sehe schon. 3 Wochen. Oh, nee. Okay, wir brauchen die 5 Wochen, sehe ich auch. Das ist kostenmäßig einfach viel besser. Expressdruck gibt es auch noch. Ja, wir lassen das mal. Okay, Werbung. Kann man verschiedene Werbeblöcke machen? Ah, okay. Anders. Okay, das war Quatsch. Nein, nein, nein. Ich will es nochmal neu machen. Wir machen wieder 4 Wochen Werbung oder so. So, jetzt ist aber die große Frage, was ist denn das für ein Film eigentlich? Ich fände es schon cool, wenn irgendwie diese Filmhandlung auch so erzählt werden würde. Weil ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was das für ein abgefahrener Scheißfilm ist. Schießfilm? Nee. Trash. Ich würde sagen, für Erwachsene, oder? Ich weiß nicht. Geschichte. Kann man sich das nochmal angucken? Ja, hier, ne? Ritter, Serienmörder, Mentor, Protagonist bereitet... Es ist definitiv ein Erwachsenenfilm. Für die ganze Familie außer Papa. Ich kann die Werbung auch hier reinziehen. Ja, aber okay, man könnte ja die Werbung theoretisch hier die ganze Zeit reinziehen, aber hat das dann Nachteile? Ist es denn teurer? Nee, die haben doch die Werbung schon bezahlt für uns, ne? Ja, dann ziehen wir das da weiter rein. Bestätigen wir das mal. Okay. 35 Tage, dann sehen wir weiter. Oh mein Gott, Moi 3 auf der Bounty hat ja eine ewig lange Drehzeit. 150 Tage. Das kommt, weil ich komplett auf den Original schaue. Okay, ich glaube, er hat es hingekriegt, ne? Weil ich an den Originalschauplätzen drehe. Also das Geheimnis ist bewahrt. Aber ich sag euch, das wird ein Erfolgsfilm werden. Hat das Spiel auch irgendwie so Oscar-Verleihung? Ich weiß gar nicht, gab es damals überhaupt... Oh, hier ist was passiert. Gab es damals Oscar-Verleihung? Gabriel Rutkowski weist alle Zeichen von Demenz auf. Nein! Der Captain von der Bounty.
Er vergisst ständig seinen Text. Jeder wird müde wegen der endlosen Aufnahmen, wenn er in einer Szene ist. Ach du Scheiße. Gut, wir können aber hier nicht seinen Text kürzen. Wir müssen mehr Aufnahmen machen. Das verlängert den Drehzeitplan um 30%. Oh Gott, jetzt 200 Tage. Oh mein Gott. Na gut. Aber Papa kam früh zurück, ist aber auch ein teurer Film. Wir werden sehen. Ich glaube, wir können das jetzt mal ordentlich beschleunigen, weil ich ja nicht an neuen Filmen arbeite. Brauchen wir uns um die Sachen nicht zu kümmern. Mehr Tage pro Woche drehen lassen. Stimmt, das könnte ich irgendwie auch, ne? Was war das nochmal? Wo ging das? Geplant. Unterschied. Ich sehe im Moment nicht die Möglichkeit, hier irgendwas einzustellen. Tage pro Woche. Kann ich irgendwie nicht verändern. Unten links. Naja, da steht es. Vielleicht brauche ich da auch noch ein Upgrade für. Ich kann hier nirgendwo raufdrücken. Okay, das ist immer noch nicht weg. Das muss man erst erforschen, alles klar. So, in 11 Tagen kommt Papa in die Kinos. Bin mal echt gespannt. Fred Carpenter, Bürgermeister von L.A., meldet sich. Ich habe mir gestern Abend mit der Familie deinen neuesten Streifen angeschaut. Hä, wieso? Ist er schon in den Kinos? Und es war ein wunderbarer Abend. Keine Ahnung. Wann meine Frau und meine Tochter das letzte Mal so viel gelacht haben. Es war, als ob man in den Vergnügungspark geht. Es aber nur 2 statt 6 Stunden dauerte. Das ist die wichtigste Aufgabe eines jeden Mannes, seine Frau und seine Kinder glücklich zu machen. Findest du nicht auch? Meine Tochter sieht das genauso und sie erinnert mich unentwegt daran. Papa, du hast versprochen, mich glücklich zu machen. Und ich werde nur glücklich, wenn ich eine Schauspielerin werden kann. Ach du Scheiße. Bei Gott, so redet sie, seit sie 8 war. Und jetzt ist sie schon 19. Früher meinte ich nur, dass ich solche Beziehungen nicht habe. Aber jetzt als Bürgermeister gibt sie nicht mehr so einfach auf. Wenn ich meine eigene Wendy schon nicht glücklich machen kann, was für ein Bürgermeister wäre ich dann? Jedenfalls bitte ich dich, sie in einem deiner Filme darstellen zu lassen. Sag ihr einfach, wo sie stehen und was sie machen sollen. Sie wird bestimmt ganz bezaubernd sein. Sorg nur dafür, dass es dezent bleibt. Keine schmutzigen Sachen. Normalerweise habe ich ja nichts dagegen, aber sie ist meine kleine Prinzessin, weißt du? Gut, wir werden eh nicht weiterspielen. Deswegen können wir das. Ja, wir versprechen hier sogar das Maximum. Ich werde ihr eine Rolle neben einem Top-Schauspieler geben und den Film innerhalb eines Jahres veröffentlichen. Das mache ich. Ich habe Wendy davon erzählt, sie konnte es kaum glauben. Selbst ich kann es kaum glauben. Ey! 0,1! Dank ihres einflussreichen Vaters ist Wendy Carpenter ihrem Traum zur Schauspielerin einen Schritt näher gekommen. Aber sie sollte besser vom echten Hollywood beschützt werden. Wir wollen doch nicht das Herz des Mädchens brechen. Sehr geil. Okay, da hat man jetzt hier eine Quest. Wendys Coaster muss mindestens 1 Stern haben. Naja. Gut, aber erstmal kommt Papa in die Kinos. So, was ist die Tagline? Peter Harris in Papa kam früh zurück. Was nehmen wir als Tagline? Papa kam früh zurück mit dem ein... Seine Uhr ging falsch. Das ist lustig. Seine Uhr ging falsch. Okay. Alles klar. So, wir warten mal. Auf geht's. Anonymer Autor, der Knochenschleifer.
Sie haben diesen Müll gedruckt, einzig und allein, um ihr naives Publikum zu melken. Hören Sie auf meine Worte, dank solcher Filme wird Amerika zu einer Einöde, die von Affen bewohnt wird. Das wollte nur der Chat, wollte diesen Film. So, ich bin mal gespannt, was der einspielen wird. Okay. Gabriel Rutkowski hat sogar ein neues Level erreicht. Oh mein Gott, das beschädigt den Nachfolgefilm. Das beschädigt Meuterei auf der Bounty. Wahrscheinlich, weil dieselben Schauspieler mitmachen. Ich glaube, so viel ungefähr hat auch Luke gekostet, oder? Eieieiei. So, jetzt geht's um die Wurst. Die Aktienkurse von Vian Pascal, Pierre Solar Company und zahlreichen anderen Unternehmen waren bei Handelsschluss an der New Yorker Börse bis zu 30% gefallen. Innerhalb eines Tages veräußerten verängstigte Investoren 13 Millionen Wertpapiere. Okay, jetzt haben wir hier ein Event, ein historisches. Finanzexperten zufolge steht der Kollaps der amerikanischen Wirtschaft bevor. Ei! Könnte das ein Problem sein für unsere Filme? Genau, der Black Friday war das. Leute, der Film macht Plus. Die Kritiker des... Neuer Skandal. David Gutman, Schauspieler. Warte mal, wo hat er bei uns... Das finde ich jetzt schade. Es müsste mal irgendwo immer so ein Button sein, damit man weiß, in welchem Film der mitgespielt hat. Hat er in irgendeinem Film bei uns mitgespielt? Nach 5 Tagen des schweren Alkoholkonsums fiel David Gutman aus dem Fenster seiner Wohnung in der 3. Etage direkt auf die Straße. War nirgendwo dabei, okay. Glücklicherweise kam er mit nur ein paar Prellungen davon. Allerdings kroch er vorher noch zur Belustigung aller Passanten auf dem Boden herum. Wie das Glück es wollte, kam ein Reporter der Los Angeles Tribune gerade vorbei, als er heulend nach seiner Mutter schrie. Am nächsten Tag unterhielt sich jeder über David Gutmans wildes Verhalten. Ist das unser Mann? Warte mal, wo sehen wir unsere Leute? Schauspieler. Tatsächlich, ist unser Mann. Der hat aber noch nirgendwo mitgespielt. Ah, es wird Auszeichnungen geben, schaut mal. Es gibt hier eine Filmografie, Auszeichnungen und Eigenschaften. Ach, cool. Wie sieht's aus bei Peter Harris? Papa kam früh zurück. Was soll das hier heißen? 1929 Jahre? Okay. Na gut, auf jeden Fall, Papa kam früh zurück. Läuft irgendwie. Ach so, das Jahr des... Oh Gott. 1929 Jahre nach Christi Geburt. Natürlich. Oh, das Warten auf die Meuterei. Ach so, warte mal. Es wird immer nach einer bestimmten Zeit gecheckt, ob er erfolgreich war, nicht erfolgreich oder ob es wahrscheinlich geleakt wurde. Jetzt kapiere ich das. Hey, wir sind bei richtig guten Einspielergebnissen. Also, es ist natürlich jetzt nicht ganz. Wow. Ah, warte mal. Hier, das ist interessant. Hier, wir hätten noch mehr quasi buchen können, sehe ich gerade. Weil wir hier 100% Besucherauslastung hatten. Ah, jetzt verstehe ich die Statistik. Oder das System. In der letzten Woche sind wir dann aber runtergefallen, deutlich. Jetzt sackt er krass ab. Aber immer noch so, dass man sich vorstellen könnte, dass er nochmal Gewinne machen würde, oder? Ist die Frage, ob man das nochmal verhandeln könnte. Das ist schon ganz solide. Kann man aber nicht nochmal verhandeln. Wir versuchen es nochmal.
gibt keine Konkurrenz. Sehen wir das eigentlich nochmal? Kinos. Achso, das ist nur unsere. Okay, das sind Infos in unsere Kinos. Ah, okay, alles klar. Das sind jetzt unsere Filme. Ich würde gerne nochmal die Übersicht sehen der anderen Filme, die irgendwo laufen. Okay, das ist allerdings merkwürdig. Warum ist das so? Warum haben die keine Kinos am Start? Keine Filme am Start. Warum haben die hier eine Pause? Ist das jetzt einfach Glück wahrscheinlich, dass sie in ihren Produktionsprozessen irgendwie gerade so waren? Das wird natürlich hart für Bounty sein, ne? Lennox sagt, es muss ein Bug sein, hatte er nicht. Ja, ging vielleicht schnell, kam deshalb recht früh. Aber es sieht halt ein bisschen so aus, als ob hier eigentlich normalerweise immer was läuft. Schaut mal, hier sind auch schon wieder die Nächsten am Start, ne? So. Okay, wir wollen jetzt einfach nur den Vergleich mal sehen. Die Dienstleistungsabteilung ist, achso, die Kronos-Uhr. Ja, wird für uns jetzt keine große, oh, Zigarren und so. Wir können hier nochmal ausprobieren, wie das ist, mit ihr zu diskutieren über illegale Geschenke. Das wird möglicherweise die Polizei aufmerksam werden lassen. Egal, sprechen wir mal mit ihr hinter verschlossenen Türen. Okay, das Prinzip verstehe ich nicht ganz. Die Argumente liegen auf ihrer Seite und wir können jetzt mit... Wir können sie bestechen. Also von welchen... Ah, okay. Wobei ich das immer noch nicht ganz verstehe. Zehntausend? Aber was sind das für 10.000? Gebühr... Was ist noch von den offiziellen Konten? Kriegt sie das jetzt? Heroin. Krass. Fröhlichkeit und Harmonie. Von Verunreinigung gereinigt und in einer Ampulle versiegelt. Bringt Seele und Geist in Einklang. Affengehirne? Safari? Ein pikanter Filmstreifen? Menschenfleisch? Zeit mit Minderjährigen? Was geht hier ab? Also bitte! Oh mein Gott! Ernsthaft? Okay. Oh mein Gott. Krass. So. In Detroit verstarben an einem einzigen Abend 105 Menschen an einer Alkoholvergiftung. Zu den Toten gehört auch der bekannte Schauspieler Stephen Harrison. In den Medien wird die Geschäftsführung der Boxler-Fabrik, mit dem hat wir glaube ich auch nichts zu tun, verantwortlich gemacht. Um den Diebstahl von Lösungsmitteln entgegenzuwirken, mischten sie Gift in den Industriealkohol. Ermittler der Zeitung The Bold nehmen an, dass der vergiftete Alkohol auch seinen Weg in die Untergrundbars von L.A. gefunden hat. Regisseur Alan Moore äußerte sich gegenüber der Fun Times über den Vorfall. Die Schuld für den Tod meines Freundes und Kollegen gebührt den idiotischen Kongressabgeordneten, die für die Prohibition gestimmt haben. Ich wüsste gern, wie sie reagieren, wenn ihren Kindern so etwas zustößen sollte. So. Okay. Wir haben jetzt hier schon, wenn ich das sehe... Okay. Warte mal, ich glaube, das war jetzt eine Fehlentscheidung. Hier haben wir noch 50.000 plus gemacht, hier dann deutlich minus. Das hätten wir nicht machen sollen, es ging zu deutlich zurück. Egal, war jetzt auch nicht so dramatisch. Profit immerhin 1,6 Millionen. Schauen wir uns kurz nochmal... Aha, okay, das Geheimnis ist jetzt durch.
Hervorragend, sehr schön. So, schauen wir uns das kurz nochmal an. Also, Budget knapp unter Hinkender Luke. Lief beide 8 Wochen. Umsatz 3,2 Millionen, 2,3 Profit, 2,3, 1,6. Ich muss sagen, dafür, dass der hier nicht, dass der ganz schlecht bei der Presse ankam und hier auch keine Spitzenbewertung hatte, war der Profit schon sehr, sehr ordentlich. Kann mit dem Glück zusammenhängen, dass keine anderen Filme liefen. Insofern bin ich doppelt gespannt, wie gut jetzt hier Meuterei auf der Bounty ablaufen wird. So, wir werden das jetzt mal durchlaufen lassen. Normalerweise würde man natürlich jetzt den nächsten Film starten. Ist klar. Machen wir jetzt nicht. Oh, geil. Jahresergebnisse. Einnahmen 5,5, Ausgaben, Profit 538. Dafür, dass wir jetzt sehr viel gebaut haben, ist das auch eine solide Bilanz. 11% Unternehmenssteuersatz. Das kann man sich... Oh, herrlich. Herrlich. Einzelstatistiken, die man noch auf die Jahreszahlen dann über die Jahre vergleichen kann. Das gehört zu einer guten Wirtschaftssimulation. Wunderbar. Wir hatten viel Werbung und keine Konkurrenz. Ja. Okay, noch 97 Tage. Hauptquartier, mittlerer Rechtsschutz. So, der Rest ist in der Demo nicht verfügbar. Dann machen wir eben noch daran, damit weiter, auch wenn wir es nicht mehr erleben werden. Käme dann auch der Zweite Weltkrieg inklusive Propagandabedarf? Ja, das ist, weiß ich nicht, ist denkbar. Ne? Ich habe keine Ahnung, auf welche Skala dieses Spiel angelegt ist, aber vorstellbar ist es. Tonstudio. Okay. Filmlabor, Konzertsaal. Gut. Das heißt, ich kann was Neues theoretisch bauen. Ja, Marketing und Außendienst könnten wir auch noch verbessern. Oh, hier geht es auch unlautere Mittel. Geht es auch noch weiter? Cool. Druckerei, um die Kopien günstiger zu machen. Hospizbesuch. Waisenhausbesuch. Ah, das gefällt mir. Premiere, Schweigegeld. Finde ich sehr gut. Okay, lass uns hier noch was bauen. Tonstudio wird noch gebaut. Das gehört hierzu. Requisiten und Dekoration. Ja, jetzt kommt Qualität, würde in die Filme gehen. Scoutbüro. Das Besetzungsbüro ist das, was uns gefehlt hat, ne? Da hätten wir neue Leute bekommen können. Okay, das nächste Mal müsste man das als erstes machen. So, was ist hier noch möglich? Requisiten und Dekorationen. Beginnen wir hier auch. Okay, deswegen auch dieser große Umkreisbereich. Verstehe. Marketing und Außendienst. Und wir können die Fortsetzung... Wir könnten jetzt eine Fortsetzung... Wie läuft das? Das müssten wir eigentlich nochmal ausprobieren. Würdiger Nachfolger. Was ist denn der Unterschied zwischen Fortsetzung und würdiger Nachfolger? Wenn du eine Filmfortsetzung erschaffst, erhält dieser Bonus Kontinuitätspunkte. Geil. Das lass uns kurz mal ausprobieren. Was kann man hier noch bauen? Marketing, Außendienst. Gebaut, gebaut, gebaut. Irgendwas ist neu verfügbar, aber ich sehe es gerade nicht. Steuerzahlung kann man jetzt... Ah, okay. Warte mal, kurz mal anhalten. Er hat mir angezeigt, dass ich eigentlich was bauen könnte, sehe es aber nicht. Wir könnten übrigens 6 Tonbühnen haben, um auch parallel arbeiten zu lassen. Egal. Was ich jetzt nochmal ausprobieren möchte, ist, wie das läuft jetzt mit der Fortsetzung. Könnte ich jetzt zum Beispiel
Ah, Fortsetzung erstellen. Cool. Ich könnte jetzt echt hinten der Luke 2 machen. Wie benenne Charaktere des Films hinten der Luke? Verstehe ich gerade nicht. Das ist doch dann auch Luke. Warum muss man die selbst benennen? Das ist ja zum ersten Mal so. Wie hieß nochmal der Mentor? Könnt ihr euch erinnern? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch, weil das kam, weil das ja eigentlich nur diese Tutorial-Vorspann war. Der war ja so ein bisschen besonders. Ich habe den Namen vergessen. Könnt ihr euch erinnern? Charlie Graham, das war doch der Mentor. Das war der Kumpel von Papa. Tja, nennen wir ihn. Ja, klar, der. Stimmt, das ist ein kleines Problem an Teil 2, dass der Hauptdarsteller tot ist. Das wird vielleicht das Problem des Films werden. Ja, wir nennen ihn Duke. Egal, finde ich gut. Der Bandit habe ich auch vergessen. Rufus hieß der andere, ne? Genau. Wendy? Ich weiß nicht mehr. Wir nennen ihn Bill. So, wie heißt der natürlich? Hinkender Luke 2. Oder so. Oder noch immer hinkender Luke. Neues vom hinkenden Luke. Ja, das ist auch gut. Oh, wartet. Neues vom hinkenden Luke. So, okay. Ja, es müsste natürlich jetzt schon irgendwie ein bisschen anders werden, ne? Ich meinte, der ist doch tot eigentlich, ne? Aber egal, es geht wieder gegen irgendjemand anderen. Aber die Themen müssten schon andere sein. Schatzjagd kann ich jetzt nicht... Ach, verdammt, wir haben nur 5. Das kann auch nicht das Thema sein hier. Kann man das noch wegmachen? Das scheint irgendwie definiert zu sein. Die Bürgermeistertochter. Ja, ich will den Film ja jetzt nicht drehen. Ach, warte mal. Frische und Durchgängigkeit. Es gibt also, man muss irgendwie so eine gewisse Varianz hinbekommen, aber gleichzeitig Kontinuität. Ich verstehe. Eigentlich müsste das doch jetzt eine Love Story werden, oder? Der zweite Teil müsste eigentlich eine Love Story werden. Das heißt, wir wollen gar keinen Mentor haben. Wir wollen Liebesinteresse. Fräulein in Nöten. Angebetete gewinnen. Oder unerwiderte Liebe. Das ist viel besser. Er denkt, sie will ihn nicht haben, weil er hinkt. Ja, das ist es. Okay. Ist jetzt egal, weil wir das wahrscheinlich eh nicht machen werden. So, aber ich wollte einfach mal sehen, wie das ist mit den Nachfolgeprojekten. Finde ich aber gut gemacht. Gefällt mir. So. Tonstudio. Da wird die Post-Production besser. Okay, sie will eine Gehaltserhöhung. Anne Rose, sagen wir jetzt mal ja. Vertriebsabteilung, bewirbt einen Film, um mehr Tickets zu verkaufen. Na, wir werden sehen.
Und Heroin steht uns zur Verfügung. Das geht ja relativ schnell. Danach Kokain. Wir gehen mal diesen Weg. Ich meinte, wir können eh keine Schauspieler anheuern. Wir wollen eigentlich nur noch sehen, was bringt Meuterei auf der Bounty. Peter Lambert, Polizeipräsident von Los Angeles, meldet sich. Kürzlich erfuhr ich, dass sich unsere Filme langsam dem europäischen Modell annähern. Noch vor einigen Jahren hätte ich über diesen Gedanken gelacht. Doch heutzutage möge sogar ich meinen, dass es stimmt. Die Darstellung der Charaktere, die Feinheiten der Konflikte, die Liebe zum Detail, sogar ein anspruchsvoller Cineast wie ich erkennt, dass es Fortschritte gibt. Und ich habe keinerlei Zweifel, dass du deine Hände mit im Spiel hast. Natürlich! Darum ist es so seltsam, dass sich Polizisten in Filmen auch heute noch ständig wie Vollidioten aufführen. Wie lange wird dieses alte Klischee noch so weitergehen? Im richtigen Leben ist die Polizei ein enges Team voller Freunde aus starken Männern und Frauen. Wenn jemand in Not ist, sind wir immer zur Stelle und beschützen Menschen mit unserem kräftigen Körperbau und breiten Schultern. Eine wahre Kameradschaft. Wir sind wie die Musketiere der Moderne. Vielleicht wird es Zeit, dass jemand einen Film über die Polizei dreht, wie sie ihr Leben für die Bevölkerung riskiert. Zeig allen, wer wir wirklich sind. Ich weiß, wie ich meine Dankbarkeit zeigen kann. Wenn man einen Freund in der Polizei hat, kann das in jeglicher Hinsicht eine große Hilfe sein. Geil. Sehr gut. Versprechen wir ihm. Das wird der erste richtige Film über die Polizei sein. Helden in... Oh, gut. Gibt dadurch neue Elemente. Helden in Uniform. Finde ich stark. Police Academy, ja genau. So, Requisiten und Dekoration. Aber das nützt uns jetzt alles im Moment nicht. Für Meuterei, denn nach fast einem Jahr ist dieser Film endlich abgeschlossen. Jetzt hätten wir einen Besetzungsberuf. Oh, warte mal. Das ist jetzt schon spannend. Bis zu 100 Statisten. Proben vor Drehbeginn. Scoutbüro. Ah, da kann man eine bessere Drehortqualität haben. Lass mal kurz gucken. Produktionsabteilung. Wo könnte ich jetzt Schauspieler einstellen? War das jetzt nicht in der Produktionsabteilung? Und in der Dienstleistungsabteilung? Es müsste doch jetzt eigentlich möglich sein. Wo hatten wir dieses blöde Büro? Marketing und Außendienst. Ach nee, das müssen wir erst bauen, ne? Besetzungsbüro, alles klar. Das würde ich schon noch mal gern sehen. In 30 Tagen. So, Bounty ist abgedreht. Ich bin gespannt. Oh, Leute. Das wird ein Blockbuster. Ich sag doch, ich habe ein Händchen dafür. Und das ohne Antagonist, ne? Erinnert ihr euch noch, wie skeptisch ihr wart? Jetzt kommt die Post-Production. So. Editor. Emma ist die Beste. Komponist. Nehmen wir ihn auch hier. Filmentwicklung. Natürlich auch hier. Das Beste, was wir kriegen können. Ach, jetzt könnten wir unser eigenes Studio beauftragen. Ah, verstehe. Das ist dann natürlich deutlich günstiger, aber natürlich nicht gut genug für das, was wir hier vorhaben. Cool. In Syracuse, einer Kleinstadt im Bundesstaat New York, wurde eine Parade gegen die Prohibition organisiert. Die Proteste wurden von örtlichen Aktivisten organisiert, nachdem eine Reihe von Nachrichtenartikeln über Massenvergiftung in verschiedenen Teilen des Landes berichtet hatten. Rund 100.000 Menschen nahmen an der Parade teil. Zu den Organisatoren der Parade gehört auch der Schauspieler Thomas Perkins.
Ich bin stolz auf die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Ich bin stolz auf die Menschen, die hier leben, erklärt Thomas Perkins am Kommentar gegenüber der USA Post. Wir haben diese Parade nicht organisiert, weil wir Alkoholiker sind und uns nicht von der Flasche trennen können. Wir protestieren gegen die Lügen, gegen das Töten und gegen die Vernichtung der amerikanischen Wirtschaft. Und wir werden siegen und die Verantwortlichen wandern in den Knast. So, ich sehe gerade im Chat, gibt es irgendwie Diskussionen um die Sache, wie man die Schauspieler anlocken kann mit Bonus-Dingen. Okay, aber scheint geklärt zu sein. So, naja, es ist auf jeden Fall ein ganz gutes Drehbuch geworden, ne? Neues vom hinkenden Luke. Besser als unser Drehbuchautor eigentlich normalerweise drauf hat. Vielleicht hilft ja diese sehr gute Vorlage. Wir werden es aber trotzdem jetzt erstmal nicht starten, weil wir jetzt hier das gleich beenden werden, wenn wir sehen, wie unser Film hier einschlagen wird. Wir werden mal die Betriebszentrale hier als nächstes machen. Man kann die Geschichten auch forcieren, ne, mit Geld, ne, wenn irgendwas sehr wichtig ist. So, jetzt haben wir das Besetzungsbüro. Ich will einfach nur mal sehen, wie das läuft. Angestelltenliste. Schauspieler. Aber hier kann ich noch nicht besetzen. Ah, hier. Ah, okay, alles klar, cool. Kosten für ein Jahr, Kosten für einen Film. Okay, ich verstehe. Man kann also die Leute auch quasi speziell für einen Film anheuern. Wobei ich nicht genau weiß, was jetzt die Zahl bedeutet. Es können ja nicht 100, oder sind das dann nur 144 Dollar? Okay, hier haben wir tatsächlich die gesamte Schauspielerliste. Und die sind wahrscheinlich bei anderen Studios angestellt. Und ich könnte mir vorstellen, dass man später die dann auch noch versuchen kann abzuwerben oder so. Ach so, das löse ich mit der Waage. Ah, verstehe. Alles klar, das ist das Gewicht. Ah, okay. Sortieren kann man nach Fähigkeit. Okay, also die besten Leute haben einen Wert von 8,1. Wobei das mit der Sortierung hier irgendwie nicht richtig cool hinhaut. Insofern weiß ich auch nicht, ob das hier stimmt, aber das scheint zu stimmen. Geht runter bis 1,0. Regisseure, Kameraleute. Ja, das ist natürlich cool. Dann öffnen sich natürlich ganz neue Möglichkeiten. Und dann wird es auch irgendwann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, Einnahmen und Ausgaben irgendwie gut abzuwägen, weil im Moment scheint mir das ja alles noch easy going zu sein, wenn die Filme hier alle irgendwie einigermaßen Erfolg werden. Anne Rose, die einflussreiche französische Zeitschrift Le Regardeur, veranstaltet am Ende des Monats eine semi-geheime Party in L.A. Die Leute sagen, sie bereiten eine große Story über das amerikanische Kino vor. Anscheinend ist ihr Chefredakteur von Hollywood fasziniert. Dies wäre eine großartige Chance für unser Studio, sich einen Namen zu machen, aber leider sind nur A-Listen-Schauspieler zu der Party eingeladen. Es wäre schön, wenn wir vielleicht so jemanden hätten. Okay, dann müsste man extra einen Vertrag mit jemandem abschließen. Aber was bedeutet A-Liste? Gut, machen wir jetzt nicht. Ein kleiner Vogel hat mir gezwitschert, dass Timothy Goldbeck es leid ist, von Studio zu hüpfen und so schnell wie möglich einen langfristigen Vertrag mit jemandem abschließen möchte. Ich habe gehört, dass er sich lobend über hinkender Luke geäußert hat. Also ist es durchaus möglich, dass er uns ein Angebot macht. Aber vielleicht können wir unsere Chancen erhöhen, indem wir ihm etwas als Zeichen unserer Wertschätzung geben. Ah, okay. Passendes Geschenk. Schauspieler und Regisseure, die sich einen Namen gemacht haben, können eine besondere öffentliche oder künstlerische Anerkennung erhalten. Dies spiegelt die öffentliche oder kritische Wertschätzung ihrer Talente wider. Es kann Jahrzehnte dauern, bis ein solcher Status erreicht ist. Aber manchmal genügen schon ein paar herausragende Leistungen. Cool. Geben Sie Timothy Goldbeck ein passendes Geschenk. Warte mal, das geht wahrscheinlich
über den Weg des der Besetzung. Ah, okay. Klicke auf das Geschenksymbol, um jemandem ein Geschenk zu machen. Jetzt muss man den aber noch finden, ne? Männer? Der war relativ gut. Wie kann man das sortieren? Gibt es hier eine Sucheingabe? Nee, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so toll gemacht. Muss man jetzt hier einzeln durchgehen. Ach, da ist er schon. Ich besitze aktuell keine Geschenke. Aufstrebender Star, lustvoll. Okay, aber wie kann man Geschenke kaufen? Wir haben doch eigentlich diese Rolex-Geschichte, ne? Können wir die jetzt hier kaufen? Krankenversicherung? Geschenke. Silvermond Kronos Uhr, tatsächlich. 1000 in 5 Tagen. Und gleich mal 2 auf Vorrat. Ah, ist cool. In 10 Tagen. Achso. 10 Tage dann. Was ein bisschen merkwürdig ist. Aber egal. Die sind jetzt da. Versuche ich das mal zu machen. Kriegt jetzt ein. Das war Timothy Goldbeck. Ah, jetzt müssen wir ihn nochmal wieder finden. Es ist nicht leicht, mich zufriedenzustellen, aber sie haben es geschafft. Ich bin überglücklich. Okay, und da gab es auch illegale Geschenke. Ja, ich verstehe. Das heißt, jetzt könnte man ihn... Nee, aber er ist hier noch 22 Tage im Vertrag. Das heißt, dann könnte man ihn anheuern wahrscheinlich. Na gut. Warum kriegt... Ja, ja, es gibt illegale Geschenke. Das war schon hier ein großes Thema im Chat. So, Sarah Fried meldet sich erstmal. Gestern hat Chelisa erzählt, dass sie dieselbe alte LA-Sonne satt hat. Jetzt heißt sie Chelsea, ist nicht echt, aber keine Sorge. Ich bin nicht verrückt, ich habe sie erfunden, damit ich ihr die ganze Schuld zustecken kann. Den Trick habe ich von einem alten Freund, er und ich. Nun, sagen wir, wir hatten ähnliche Hobbys. Chelsea und ich verstehen uns in der Regel gut. Aber sie hat auf einmal so laut geschrien, dass mein Kopf beinahe explodiert wäre. Ich werde von nun an eine Augenbinde tragen. Das wird ihr eine Lektion erteilen. Ich lasse sie im Dunkeln in Ruhe über ihr Verhalten nachdenken. Kannst du mir 3 Monate lang freigeben? Gott. Okay. Die wird langsam verrückt. Die ist süchtig und undiszipliniert. Die müsste man eigentlich rauswerfen. Ich sag mal nein. Okay. So, und jetzt müsste man aktiv... Lydia, ich baue meinen Eltern ein Haus und jeden Tag kommen die Bauarbeiter mit neuen Tricks an. Entweder klauen sie Zement oder legen ein Feuer und sie weigern sich, die Anzahlung zurückzuzahlen. Meine Leute beschweren sich die ganze Zeit. Wir können in keinem Haus leben, in dem jede Sekunde das Dach einstürzen könnte. Du kannst zwar lachen, aber letztes Jahr haben ein paar andere Spinner, mein Cousin Ed, ein Haus gebaut und einen Monat später starb die ganze Familie beinahe an einer Gasvergiftung. Lässt du mich bitte 2 Monate freinehmen? Perfektionistin. Ja, mach mal. Ah, da ist er. Okay, der kommt selber an. Ich habe viel Gutes über ihr Studio und die Leute, die hier arbeiten, gehört. Ich habe auch gehört, dass sie ein großzügiger Chef sind, der nicht mit Geschenken geizt. Nochmals vielen Dank für diese kleine Aufmerksamkeit. Ich bewundere die schöne Geste. Ich bin sicher, dass sie und ich gut zusammenarbeiten können. Wie wäre es mit einem 3-Jahres-Vertrag? Lustvoll und aufstrebender Star. Okay, das heißt, da beginnen dann wieder die Verhandlungen. Wobei ich das Verhandlungssystem noch nicht ganz verstehe, weil am Ende... Okay. Okay, also seine Qualität zählt rein. Vertragsart ist wahrscheinlich 3-Jahres-Vertrag oder sowas. Aufstrebender Star gibt nochmal Prozente. Selbstwichtigkeit und Treue. So, und jetzt? Ah, jetzt kann ich hier die Krankenversicherung auswählen. Oder Heroin und Kokain, die ich aber jetzt nicht vorrätig habe. Ich verstehe. Und bei 29.000 ist er bei uns.
Ha, cool. Ja, ist ganz nett gemacht. Guck. So. Was ist denn ein pikanter Filmstreifen? Fleischerschluss festgehalten von einer Filmkamera in Frankreich, dem ultimativen Ziel für anmutige Schönheit und ungehemmte Moral. Blicke hinter den Vorhang und die intimen Geheimnisse werden dein Blut in Wallung versetzen und deine Fantasie berauschen. Aber was ist das? Das heißt, man gibt den. Man würde denen quasi so einen Film zur Ansicht geben, oder? Affengehirne gefallen De La Vigo besser, ja. So, aber jetzt wird's langsam. Nein! Oh mein Gott, die Post. Aber wir haben das Beste versucht, was ging. War wahrscheinlich für das Niveau des Films nicht ausreichend. Aber er wird trotzdem. Er wird trotzdem ein Erfolg werden. Er wird. Eigentlich hat es. Wir wollen ja diesen romantischen Aspekt noch ein bisschen herausstreichen. Die suggestiven Hibiskusblüten, ja genau. Die finde ich auch ganz gut. Ja, das sieht natürlich mehr nach Meuterei aus, aber es wird eher so ein. Wir machen das andere. Na, mal sehen. So, jetzt. Oh Gott, die Konkurrenz ist ja hier hart. Ja, es ist schon wieder Drehpause. Wir können aber vielleicht mal eine schnelle Produktion hinlegen, dass wir. Obwohl. Wir müssen zwischen diese beiden Filme kommen. Hier, würde ich sagen. Ah, hier. Wir machen mal eine 3-Wochen-Produktion draus. So, jetzt pass auf. Jetzt unsere werden natürlich komplett hochgeschraubt. Jetzt werde ich das mal anders machen. Wir werden hier auf 5000 gehen. 4,5. Obwohl, das blieb die ersten Wochen immer ganz gut, ne? Wir machen mal 5. 4. 4. Oder so. Oder ihr meint noch mehr? Ja, wir gucken mal, ne? Ja, das ist natürlich. Ja, gehen wir mal auf 6000. Ja, wir zahlen ja dafür, das ist das Problem, ne? Hier ist mehr, mehr, mehr. Ja, Papa war 100 gefüllt. Ja, bei 4000. Na gut. Gehen wir mal aufs Ganze. Gehen wir auf 8000. Das Problem ist ja, das kostet ja was, was ich jetzt hier mache. Ne? Das heißt, wir müssen die Filmkopien produzieren und wir müssen die Miete bezahlen. Wenn ich jetzt auf euch höre und wir dann nur 70% Auslastung haben, dann wird es halt kein kommerzieller Erfolg. Ich höre trotzdem auf euch. Mehr mache ich aber jetzt nicht. So. Ja, das Problem ist, wenn wir das so positionieren, müssen wir Hesperia-Druck nehmen. Das ist mir ganz schön zu teuer. So kommen wir aber noch in den Filmstart von Die letzten Sonnenuntergänge. Aber ist egal, wir machen das so. So, wir starten hier die Werbung, ziehen die hier rüber. Ach so, man hatte sehr schön. Was ist der Nachteil, die Werbung jetzt hier maximal auszudehnen? Das verstehe ich immer noch nicht ganz. So, das ist der letzte Film, für dessen Werbung die Agentur eingestellt wurde. Danach wusste die Werbung selbst. Shit, Leute, ich bin hier immer noch. Okay. Selbst planen und für sie zahlen, ja. Verstanden. Jetzt ist die Frage: Was ist das für ein Film, Leute? Ich bin mir nicht ganz sicher. Drama, Abenteuer, Action, Romanze, Geschichte. Ist das ein Film für die ganze Familie? Meuterei? Oder ist es eher was für Jungs und Männer oder für Erwachsene?
Ja, wahrscheinlich doch eher Erwachsene, ne? Ihr meint, es ist ein Familienfilm? Ja, versuchen wir es mal. Mal gucken. Das mit dem Erwachsenenfilm hat zuletzt nicht so gut geklappt. FSK 12. Ja, genau. Na okay. Für Pubertierende, ja genau. Na mal sehen. Oh, es wird sogar dunkel. Ich bin mal gespannt. Was meint ihr? Erfolgreicher als Papa kam zu spät? Hatte ich vorhin schon gefragt. Wir müssen noch eine Tagline hinzufügen. Tagline ist Abenteuer auf einer schwülen Insel. Schwüle Abenteuer auf einer Insel. So, das ist die Tagline. Hey, das ist schon besser als der Papa. Die Papa-Bewertung, C+. Für Zuschauer besteht die Gefahr, ab Gehen zu sterben. Nein, kommt. Das sind nur die Kritiker. Also bitte, was ist denn das für eine Kritik? Unerhört. Ne, der andere war, glaube ich, C-, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Produzent hat Level Up erhalten. Oh Gott, die Produktionskosten sind enorm. Das kommt, weil wir an den ganzen Originalschauplätzen gedreht haben. So, jetzt kommt's drauf an. 900.000 müssen aber auch erstmal eingespielt werden, ne? Eieieiei. Oh mein Gott! Wir knallen direkt hoch mit 1 Million Einnahmen in der ersten Woche. Alter! Zweite Woche. Lydia Globe ist aus dem Urlaub zurückgekehrt. Toll, danke. Das wird der Renner. Wow. Okay, ihr hattet recht. Ihr hattet recht. Wir hätten sogar noch höher ziehen können. Wir sind Rang 1 überall. 100%, 100% auf 92%. Wir gehen auf jeden Fall... Ja, wir hätten höher ziehen können. Wir gehen auf jeden Fall auf Vertrieb fortsetzen. So, Leute, der wird sogar den hinkenden Luke übertrumpfen. Mehr Konkurrenz. Jetzt kommt, läuft keine Werbung mehr, das stimmt, ja. Aber wir machen immer noch Plus. Oder? Wir haben hier noch einmal ordentlich Plus gemacht. Woran kann man erkennen, ob das insgesamt noch sinnvoll war? Das ist der 4 Wochen Umsatz. Aber wir sehen nicht die 4 Wochen Mieten zusammengerechnet. Aber auf jeden Fall war es noch sinnvoll. Warum waren die Mieten in Woche 6 höher? Genau. Naja, auf jeden Fall, das haben wir umgesetzt und das haben wir ausgegeben. Das heißt, das müsste man eigentlich jetzt gegenrechnen, wenn ich es richtig verstehe. Und überschläglich haben wir immer noch ein leichtes Plus gemacht, würde ich sagen. Ja, insofern war es eine gute Entscheidung. Aber das Ganze wird jetzt beendet. Und geht ins Archiv. Und jetzt können wir das Ganze nochmal vergleichen.
Wo kommen wir hier eigentlich nochmal ins Filmarchiv? Hier. Okay, also Budget war natürlich krass. 1,369 Millionen. Der Umsatz war aber der beste und hat tatsächlich auch den höchsten Profit eingebracht. 2,8 Millionen, noch mehr als Hinkner Luke. Das Problem beim Hinkner Luke ist, Hinkner Luke hätte noch viel, viel, viel mehr Profit gemacht, hätten die einfach mehr Kinoplätze eingekauft. Das war eigentlich ein Fehler der Vorplanung, vermute ich mal. Aber geil. Top. Jo, sehr schön. Die Frage ist, am Ende, was mich so ein bisschen, also was ich mich frage, ist am Ende jetzt, scheint es doch relativ einfach zu sein, Filme zu machen, die Profit geben. Ob da wirklich halt eine Schwierigkeit dann auch noch irgendwann reinkommt, dass das halt, dass es halt auch Flops gibt, ne? Also an welcher Stelle kann sich der Spieler irgendwie verkalkulieren? Das ist so ein bisschen die spannende Frage dabei. Weil wenn man am Ende selbst mit irgendwie idiotischen Stories und Drehbüchern immer auch noch einen Profit rausholt. Oh, der Bürgermeister. Hast du genauso viel Respekt vor dem Gesetz wie vor dem Einhalten deiner Versprechen? Keine Sorge, du musst mir nicht antworten. Wir werden das schon bald herausfinden. Das wird mit Release sicher anders. Das Demo soll ja Wishlist generieren. Ja, klar. Klar. Sie haben einem natürlich auch... Ich vermute mal, dass man auch nicht mit 24 Millionen oder sowas startet, ne? Sondern dass man am Anfang dann auch wirklich kalkulieren muss, welches Gebäude baut man jetzt, was finanziert man jetzt bei dem Film wirklich mit. Ich denke, davon wird jetzt viel abhängen bei dem Spiel, wie gut das Balancing dann ist, ne? Wie herausfordernd der Start ist. Also ich stelle mir eigentlich so einen Start so einer Wirtschaftssimulation vor, dass du wirklich sehr, sehr wenig Mittel hast und echt hin und her überlegen musst, gebe ich jetzt Geld für diese Verbesserungen aus oder nicht? Ist es das jetzt wert oder nicht? Also so müsste das eigentlich sein. Hier kann man ja komplett aus dem Vollen schöpfen. Ich hoffe, man beginnt in der Stummfilmzeit. Nee, das wird nicht der Fall sein. Also ich denke, der Start, das ist, glaube ich, so angelegt, ist 1929, habe ich den Eindruck. Aber, liebe Leute, ich muss sagen, also Spaß hat es gemacht. Was dann auch natürlich die Frage ist, wie unterhaltsam wird es sein, wenn man immer wieder dieselben Prozesse durchbringt, ne? Also wie ist, bleibt dann so ein bisschen die Langfristmotivation? Gibt es genug neue Elemente? Es scheint ja so ein bisschen gegeben zu sein durch diese Sachen, die man freischaltet, immerzu über die Forschung. Ob man da so an der Stange bleibt, bei der Stange bleibt. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, weil das hat mich doch sehr gecatcht am Anfang, diese Storyline des Films, die wir da gesehen haben. Ich wünschte mir, das Spiel könnte mehr tatsächlich mit so einem generierten Baustein arbeiten, dass man noch eine bisschen coolere Vorstellung davon hat, was in den jeweiligen Filmen passiert. Das wäre das Sahnehäubchen. Dass man tatsächlich so eine irgendwie etwas skurrile Handlungszusammenfassung hinbekäme. Das fände ich schon nett. Das fehlt mir ein bisschen.